So, ich hau mich einfach an Nordwesten Oh, zu ich habe einen neuen H5. Abonnenten. Hüseyin Hast du? Reus. Ja, Hüseyin Reus. Kam gerade eine E-Mail. Ja, ich habe E-Mail-Benachrichtigungen an. Weil das ist eh nur mein Spam-Postfach. Ja. So, wie weit seid ihr denn da mit eurem Battle Royale jetzt? Ich bin fertig. Ich Fehlt bin nur noch noch eine. drin. Birkenblättchen, den gibt's auch, ne? Derzeit haben 7 für aktiv, 7 für inaktiv gestimmt. Also Pause. Am coolsten finde ich ja Nutoka, der für aktiv gestimmt hat. Den habe ich Ja, hier einmal gesehen. genau. Einmal. Ansonsten pausiere Hiro, Mada. Die beiden habe ich hier öfter gesehen. Wombi, MG. MG war doch bis zuletzt fast immer dabei, oder? Ja. Du, die meisten werden wahrscheinlich auch schon die Lust dran verloren haben. Ja, Irgendwie. aber irgendwas kann man ja immer da zocken, weißt du? Ja, klar. Ist ja auch total entspannt. Man muss ja auch nicht immer aufnehmen, ne? Nein, überhaupt Zum nicht. Beispiel nehme ich fast nie auf. Aber ich bin halt immer dabei. Ich wollte jetzt auch schon seit 3 oder 4 Tagen endlich mal Battlefield Hardline aufnehmen. Bin ich immer noch nicht zugekommen. Ist Wahnsinn. Ja, das ist schon krass. Ja, machst du halt nix. Wurde auch Komm, seit Tagen i4, jetzt gesagt. geh endlich tot da. Ja. Er freut sich voll. Aber Erste Mal, denkt ihr, dass er dass so die lange überlebt. Punkte, dass die Safe Zones immer die gleichen sind? Also wenn Nee. angenommen, jemand spielt jetzt wirklich schon jetzt 2 Wochen durchgehend Battle Royale und wenn dann zum Beispiel jetzt so wie jetzt die Safe Zone ist, dass er schon erahnen kann, dass genau dort dieser Punkt sein Ah, ich wird. glaube nicht, ich glaube nicht. Nee? Komisch. Kann ja noch eine rauchen gehen, oder? Was meinst Ja, du? das auf jeden Fall. Boah, mach ich Er noch ist einen gerade Rauch ab. gestorben. Ist gerade gestorben. Aber das Coole ist, letztens hatte ich auch so Typen, die sich wie wir oft irgendwo dann in den Wald hinein verschanzen und so weiter. Und die dachten dann echt, dass sie so dort sicher wären. Und ich kam mit einer Pistole ab und, an und habe beide dann abgeknallt. Ich muss das Spiel eh noch mal neu starten, weil irgendwie habe ich schon wieder keinen Ingame-Sound. Kannst du auch einfach bei Settings einmal an- und ausmachen. Also Schieberegler oder was? Naja. Ja, geht doch. Habe ich jedes Mal, wenn ich einmal rausgetappt Das ist total eigenartig. Ich habe das zum Beispiel nie. Ja, der verrat uns mal deinen Trick. Meine Ja, er Hex. hat einen Lore-PC, das ist das. Er hat noch einen PC, der noch in der Entwicklung ist, deswegen passt das so gut. Er hat eine Early Alpha PC. So, ich will eben eine rauchen. Ja. Bei 9gag schreibt hier einer: My mom took my phone away, so I took her kitchen away. Und hat dann die Küchenschublade geklaut und auf sein Bett gelegt. Was, echt? Ja. Was geht bei dem? Da. Ja, mal in der Safe Zone. Was war das? Hm. Schlägt Alex wieder seine Kinder.
Ja. Und du lebst immer noch. Ja. Ich hab 29 noch. Oh Mann, oh Mann. Dann gucke ich mal, was bei Twitter so los ist. Beweg mich mal ganz kurz. Ich bin mal kurz für 2 Minuten nicht da. Ich denke mal, so lange müsste ich am Leben bleiben. Hoffen wir es einmal. Ich bin mir nicht sicher. Ob sich das ausgeht? Oh ja, das geht sich aus. Gleich wieder da. Ja. Kann ich dir nicht sagen. Eieieiei. So, bist jetzt endlich tot, Alf hier? Er ist gerade kurz AFK. Er steht AFK da drin. Ey, ist nicht dein Ernst. Er steht doch jetzt nicht AFK da drin rum, oder? Doch. Oh. Er meinte, das wird sich schon ausgehen. Das wird sich schon ausgehen. Kommt wieder total im Giftgas gestorben. Kann passieren, ne? Dann ist das so. Oder er wurde schon längst erschossen. Mhm. Ey, Mensch, bei mir ist schon einer im Chat drin und das ist mein Bot. Nein. Ey, doch. Wenn du 100 Bots installiert, hast du 100 Zuschauer. Ja, das geht ja trotzdem nicht nach Zuschauerzahl. Denk mal drüber nach. Der Bot zählt ja nicht als Zuschauer. Verdammt, dann musst du Bots installieren, die als Zuschauer zählen. Das, keine Ahnung, ob das geht. Bestimmt. Ich will mich da nicht festlegen. Ach ja. Wie das Warten mal so gar keinen Spaß macht. Ach ja. So. Und, bist du tot? Nö. Oh, schade. Verpassung genau in der Safe Zone. Oh, ey. Jetzt weiß ich aber natürlich nicht, ob sich jemand mit mir irgendwo in der Nähe im Busch versteckt. Das ist natürlich scheiße jetzt. Okay. So. Jetzt sterb halt. Ich? Ja. Nein! Doch! Wie viele sind denn überhaupt noch? 25. Ja, das ist ja egal. Ich stream jetzt hier schon seit 10 Minuten, Alter, und hab hier die ganze Zeit diesen blöden Bildschirm auf. Geht sich aus. Geht sich aus. Top 10 geht sich aus. Hast doch eh nur deinen Bot. Oh. Ja, solange ich hier auch nur dieses blöde Battle Royale Fenster habe, wird dann sich auch nicht viel tun. Meinst du? Ich könnte mich jetzt natürlich hier noch hinstellen und tanzen. Vielleicht würde sich dann was tun, aber...
mach den Stream H1Z1- heute geht es sich aus. Schreib einfach in Ich hab reingeschrieben als Streamtitel Live Now der H1Z1 Battle Royale Noob schlägt wieder zu. Schreib dann noch zusätzlich mit rein. Dance for Follow. Hallo, Fresh! Nanu? Ja, oder Dance keine Ahnung. For Follow, ne? Ja, oder I will do crazy things for follow. Ja, ja, ist klar. Wir haben das echt mal gemacht. Wir haben, da habe ich mit einer größeren Let's Playerin damals noch, die hatte irgendwie 6000 Abos oder so, gezockt. Und auch gestreamt hat die immer ein bisschen und viele Zuschauer. Danach noch immer in ihrem TS so eine kleine After-Stream-Party. Und dann sind wir immer mit 20, 30 Mann in andere Streams rein, die auch nur ein, zwei Zuschauer hatten. Hallo Bayerwald! Ich hab immer geschrieben Dance for Follow, weißt du? Mhm. Und die haben echt teilweise getanzt. Und einer von denen hat heute irgendwie auch 10.000 Follower auf Twitch oder so. Siehst du, ich geh auch einmal in deinen Stream rein. Wo streamst du? Bei Hitbox oder was? Du sollst da jetzt endlich sterben, um mir nicht beim Stream zuschauen! Ja, warte, ich hab so gut im Push drinnen. Er hat hier richtig Spendenziel angegeben. Razer Devs ist doch. Oh. Wie viele Follower hat denn der Stay mittlerweile, warte? 34.920. Der hatte damals irgendwie 5 oder so, als wir da gejoint sind und Dance for Follow geschrieben haben. 3 Minuten. Ach scheiße, jetzt muss ich mich bewegen. Ja, jetzt ist I4 auch noch im Stream, ja. Ja. Ein offenes Gelände auch noch. Bayer, was los? Fertig gegrillt? Aber der Greenscreen ist noch nicht perfekt, ne, Alex? Kann sich nur um Stunden handeln. Ja, man sieht das so ein bisschen. Ja, es liegt an der Lichteinstrahlung. Oh, shit. Das geht sich aus. Ich dachte, Bayer wollte wohl auf dem Sofa heute Abend sitzen. H5, H4. Ja, keine Ahnung, was er wollte. Die Frage ist, was wir wollen. Was am Sofa wollte er sein? Danke für ein Follow! Was macht Alfie eigentlich noch alles nebenbei? Stimmt gar nicht, Bayer. Ich campe nicht. Ich laufe jetzt gerade. Nur sieht man es nicht im Stream. Aber dafür kann ich nichts. Doch, du bist schuld. Doch, du kannst da was für, weil du noch nicht tot bist. Wir hätten schon längst spielen können. So, da unten sehe ich Büsche. Die schauen gut aus. Bist du eigentlich auch auf der Gamescom, Alex? Nein, dieses Jahr nicht. Ich habe da so ein kleines Problem dann, wenn die Gamescom ist. Kleines Problem? Ja, so ein kleines schreiendes Bündel. Freundin schwanger oder was? Freundin, ich bin verheiratet. Freundin. Ja, Frau, Freundin, was weiß ich. Ihr siehst, der Bayerwald sagt auch, du campst immer. Das stimmt gar nicht, ich lauf. Nur sieht man es nicht. Ja, das hätte ich jetzt auch gesagt. Du läufst auch nur, weil du sonst nicht mehr in der Safe Zone wärst. Wieso schallt kommen? Laufen da alle nur so kleine Kinder rum oder was? So welche wie Fresh oder wie? Was ist schallt kommen? Ach, Gamescom. Hat lange gedauert, bis ich den verstanden habe. Ja. Calimero. Calimero mit Sonnenblumen. Küchen aus Palermo, wenn wir dich sehen, sind wir sehr froh. Wer kennt's denn nicht? Wer kennt's nicht? Bist du jetzt tot? Nö, noch nicht. Aber die nächste Safe Zone kommt gleich. Okay. Warum bin ich so fröhlich? 19 Spieler noch. Ich kann es so machen, sollte ich Top 10 sein, dann könnte ich sterben. Aber dann ist es wieder so interessant, vielleicht könnte ich Dritter werden. Mach einfach so gut, wie ihr kannst. Von 9 Zuschauern. Hey, was geht da? Also auf mein Video. Das da geht gar nichts bei dir. Das bist du, weil du da ständig refreshen machst. Ist mein Moderator schon wieder abgehauen aus dem Stream? Du meinst deinen Chat, Vieh? Nein. Wie sieht man denn? Ich meine den Herrn Bayerwald. Bayer ist ein Kerl. Ja.
Der Bot ist auch da. Ja, der muss ja auch da sein, der Bot. Aber mein Moderator ist gerade abgehauen. Frag einfach die Gloria, ob die Mod machen will. Mach die doch auch immer bei krank. Und du bist doch größer als krank. Verdammt, jetzt muss ich noch weiter drauf. Das gibt's ja nicht. So, da ist Norden. Scheiße. Sag mal, Alfie, hast du beim Follow, hast du da den beim Alarm den Ton gehört oder hast du den ja nicht gehört? Hey Österreicher, geh sterben. Deswegen ist er rausgegangen aus dem Stream beim Moderator. Will mitmachen. Österreicher, geh sterben. Ich laufe jetzt hier gerade übers offene Feld. Ja, bist du deppert? Würde jetzt irgendwas sagen. Ja, erst einmal im Stream den Ton ausmachen, sonst höre ich i4 doppelt, das halte ich nicht aus. Ja, das ist schlimmer. Das muss ich bei dir auch immer machen, weil du hast wegen dem Delay, dann hörst du das immer irgendwie zeitverzögert. Das ist immer so ein bisschen komisch. Das ist richtig, ja. Das hast du dann irgendwie so. Mein Moderator ist wieder da. Ja, ist wieder da. Das hat sich wieder eingetroffen. Mal gucken, was du da unten so fabriziert hast. Aha. Schick. Ach, schade. Der Spendenlink geht nicht mehr auf mich. Nein. So geht er jetzt auf mich? Ja. Beide Links gehen nicht auf dich. Ja, auf Fresh sowieso nicht. Also es geht mal gar nicht. Gib mal im Chat. Aber geil. Dankeschön. Geil. Mein YouTube-Kanal. Was? Ich hab ihn gefunden. Bei meinem YouTube-Kanal, ja. Oh, schade. Shit, ich muss ihn wieder nochmal ändern. Aber gib mal im Chat Ausrufezeichen Slap ein. Ich habe einen Readybot getroffen, auch nicht schlimm. Nochmal Slap. Feuerwald LP. Ah, give something new. Slap ich. Nuts. Ich. Ha! Richtige Ohrfeige habe ich hingegeben. Na toll, hinter mir schießen sie jetzt. Bist du toll? Na, aber nur noch 16 Spieler. Du willst mich schlagen und schlägst Eifi. Ne? Oh Gott. Katastrophe. Oh, ich muss sagen, der Bot gefällt mir, da kannst du echt jeden möglichen Scheiß mitmachen, ja, mit dem Ding. Ich weiß nicht, da ist Twitter hier mal so, hier. Da mal hier so, Abmarsch. Und ich habe Heroes und Might and Magic mal angefragt, ne? Hast du? Ja, ja. Hab vorher mal eine Mail geschrieben. Ja, das andere war eine Empfehlung von Damakash. Und, Might and Magic Heroes, so rum. Nee, das meine ich jetzt gar nicht, bei mir. Mhm. Ich hab mir vorhin auch ein Spiel geholt. Welches? Das hier. Mass Effect, cool. Wo hast du es jetzt geschrieben? Im Chat? Bei mir im Chat. Da, Stream. Ach, da Mass Effect 3 hast du dir geholt. Mass Effect, das erste. Also erst 1, 2, 3 und dann, bis ich da durch bin, ist ES4er raus. Seit 3 Jahren. Das, bringst du das dann auch auf den Kanal, oder? Ja. Boah, da hast du eh eine Mammutaufgabe. Mit Mass Effect 1 bis 3? Definitiv. Ja. Da spielst du wirklich lange. Ich dachte, wir fangen mit Witcher an, Wild Hunt. Du musst erst aber die anderen Teile vorher spielen. Was? Wer sagt das? Ich dachte, wir fangen mit GTA an. Wie? Aber mit 1er, Ja, 1er, klar. GTA 1 habe ich gar nicht mehr. Eins gibt es mittlerweile kostenlos zum Download. Wo hatte ich denn GTA 1? Ich glaube auf dem Amiga oder so. Ich hatte es schon auf dem PC. Crazy 1 hatte ich es. Wo habe ich denn das damals gespielt? Ich glaube auf meinem Pentium 90 habe ich das gespielt. 12 Spieler nur noch. Mann, jetzt bist du immer noch nicht tot. Ich tapp mal kurz aus dem Stream raus. Ich will mal was ausprobieren. Ja, mach das. Jetzt DDoS-RIF hier. Ja. Damit er disconnected. ich hab noch Pizzabrötchen. Aber kaum noch Kräuterbutter, voll das Problem. Muss doch irgendwo gehen. Video können die nicht mal mehr Kräuterbutter Account? Was soll denn die Kacke? Nee. Ah, oh, Scheiß Chrome. Nee. Livestream Settings.
Hä? Ich würde ja gerne anfangen, aber der Ösi ist noch nicht tot. So. Ah, hier. Ich nutz dich ja, LP war das, gell? Ja. Der Kanalname, oder? Nee, der Kanalname war nur ich nutz dich. Nur ich nutz dich. Ah, dann kopiere ich mir den schon mal raus. Was ausprobieren. Was da passiert. Wie, was wo passiert? Willst du dieses Weiterleitungsding machen? Da bin ich jetzt echt gespannt. Ob du eine Meldung kriegst oder was? Ich teste jetzt gerade mal was. Meldung wo drin? Ich poste jetzt gerade bei mir deinen Stream. Das heißt, theoretisch müsste jetzt eine Meldung kommen, dass auf meinem Kanal dein Stream läuft. Wo kommt die Meldung? Weiß ich nicht. Auf Twitter normal, oder? Ja, mal schauen. Muss mal auf meinem Kanal gucken gerade. Das interessiert mich, weil das wollte ich immer schon mal ausprobieren. Ah, jetzt habe ich oben die Meldung gekriegt. Genau. Currently hosting, ich nutz dich. Und da läuft jetzt dein Stream bei mir auf dem Kanal. Okay, wie geht das denn? Übers Hosting. Das kannst du auf einer bestimmten Viewer-Anzahl, glaube ich, oder den kannst du es machen. Ja, also kann ich es noch nicht. Oder du müsstest bloß im Dashboard schauen. Das müsste eigentlich gehen. Du hast das Dashboard eh offen. Unten müsste Host-Mode sein. Ja. Genau, da habe ich dich jetzt gerade eingetragen. Okay. Ist ja geil. Wird das jetzt auch bei Twitter gepostet, dass du live überträgst? Das bin ich gerade am Schauen. Noch kam nichts, oder? Nee, ich habe vorhin deinen Stream getweetet. Ich glaube nicht. Ich glaube nur, dass meine Abonnenten im Endeffekt, also meine Follower jetzt eine Nachricht kriegen. Ja. Ich habe noch keine E-Mail bekommen. Oder ja, vielleicht ist mittlerweile was da. Oh. Sag mal, Ösi, bist jetzt langsam tot da, oder was? Ja, es wird jetzt gleich knapp werden. Es geht sich schon wieder aus, ja. Das Einzige, was du noch wegen hast, ist noch ein bisschen Grieseln auf dem Screen, gell? Ja, wegen dem Greenscreen, ja. Da muss ich noch mal wegen der Beleuchtung noch mal ein bisschen rumschrauben. Ja, das hat bei mir jetzt auch, nachdem ich ja umgestellt habe, hier mit dem ganzen Akustik-Scheiß und alles. Ja, du hast ja schwarze Dämmwolle an der Wand. Ja, genau, schwarze Dämmwolle an der Wand und das ist halt kacke, weißt du? Ja. Auf jeden Fall kommt jetzt wieder der ultimative H1Z1-Name. Oh shit, jetzt bin ich tot. Ja, Gott sei Dank. Endlich. Das ist ja gut. Können wir endlich mal. Genau, Platz 10. Weißwurst Willi, okay. Ja, ja, warte, dann nenne ich mich auch um. Ja, ich nenne mich dann auch um. Jung und versaut habe ich gerade rausgenommen. Ich nenne mich dann Currywurst-Kalle. Also ich bin jetzt echt mal gespannt, ob sich da was tut oder nicht, was das heißt mit dem Hosting. Ja, das wird so, da, dass deine Follower jetzt von... Du ja gleich, wenn du auf 40 Zuschauer hast, dann weißt du, was los ist. Ach, so viel hast du selber nicht. Wie, du bist mal ganz kurz weg. Oh. Jetzt will der bestimmt noch mit den Hunden Gassi gehen, oder was? Currywurst-Kalle. Ach, bist du so weit wieder? Currywurst-Kalle. Ja, du heißt doch Weißwurst, Willi. Jo. Weißwurst, Willi. Bockwurst-Bernd könnte Alex sein. Und, was gibt's noch für Wurst? Thüringer Wurst, Theo. Oder so. Ach, jetzt weiß ich, wo der Spruch herkommt mit einem Wookie. Ja, ich bin immer noch nicht dazugekommen. Sieht man da so deutlich? Nein. Ach, du bist gar kein Salafist? Nee, das ist... Alter! Das ist ein Ewok, ist das. Du bist nicht Osama Bin Laden. Nein. Nein. Was ist denn der Razer Deathstalker? Das ist eine Tastatur. Ach Gott, das sind doch diese Dinger, wie wenn du mit dem Hammer auf den Tisch rumhaust, oder? Nein, das, was du meinst, das ist von Razer die mechanische Tastatur, das ist aber eine andere. Achso. Ich hab hier eine geile Logitech. Ich hatte früher auch die Logitech G15, die war auch ganz geil. Schon alleine vom TS-Overlay. Was hab ich denn schon für eine? Warte mal, ich muss die mal umdrehen. Boah! Bist du jetzt taub? Fast. Ja, aber ich hab grad die Tastatur gegen das Mikro gedroschen.
Ich dachte schon, ja, das gegen das Mikro gebrochen. Illuminated Keyboard. Nee, ist das nicht mechanische Tastatur? Nee, das ist kein mechanische. Aber ich, Idiot, hab mein Display nicht eingestellt, Alex, bei der G15. Echt? Ich hab einfach, da steht einfach nur G15. Also kackt jetzt da der TS ab, oder? Nein, also du kommst aber fresh kackt wohl gleich ab, so wie sie das anhört. Ja, ihr habt alle Aussetzer gerade im TS. Echt? Kann aber meine Verbindung sein. Nee, also ich hatte eben gerade nur bei Fresh. Ich hab bei mir ist alles okay im Moment. Ich habe ausgehend 20% Paketverlust bei Fresh zum Beispiel. Ist i4 wieder da? Ich bin da. Hallo? Okay, anscheinend nicht. Doch, der ist wieder da. Psch, ach Mann, du musst mir auch einen Spaß verderben hier. ja, klappen können. Moment. Das hat nichts mit dem Stream zu tun, Fresh. ja, aber man muss ja nicht übertreiben. Ja, ich denke mal, wird wohl am TS liegen. Spackt's bei euch auch rum? Ja. Ich guck mal im anderen TS. Moment. Mach mal den zweiten Stream aus, den brauche ich jetzt nicht unbedingt. Nee. Ja, das liegt am TS. Ja, machen wir MGN. Ja. Ja, habt ihr alle MGN? Alles? Ja, haben wir. Gut, dann treffen wir uns dann. Wechseln wir mal eben kurz. Ja. So. Da. Oh, jetzt. Jetzt muss ich mal wieder die Soundeinstellung hier neu machen, eben bei den Settings. Jetzt habe ich wieder gleich keinen Ingame-Sound. Jetzt muss ich wieder, auch wieder Settings machen. Ja, gleich. Bin mal gespannt, wann sie das fixen. Was? Dass wenn du aus dem Spiel raustappst und wieder reingehst ins Spiel, dass der Ingame-Sound weg ist. Achso, das habe ich gar nicht bei mir großartig. Oder eher selten. Weiß ich nicht. Ohne Worte. Das ist bestimmt bei allen Leuten, die mit Dialekt reden, ist das. Die haben das Problem nicht. Genau, du müsstest eigentlich nass dich machen, oder? Bockwurst Bernd. Ja. Bockwurst Bernd. Also. Ich heiße im Moment nackt und freudig. Currywurst Kalle, okay. Total hart geritten. So, wie schaut's jetzt aus? Wer zählt? Warte, ich muss immer. Nennst du dich jetzt Bockwurst, Bernd? Nein, also kriegst du gleich mit, wie ich mich nenne. Was? Ja, alte Fritte. So, von mir aus kommen wir. Ich bin auch soweit. Ja. Der Chef zählt. Wer ist ein Chef? Der streamt. Ach so. Also, los. 3, 2, 1 und go. Drin. Jo. Geht los. Endlich. Wie du die FPS-Anzeige einfach oben drin hast, finde ich cool. Wie? Ist das nicht Fraps? Habe ich oben eine FPS-Anzeige drin? Ja, oben links. Die vom Spiel, glaube ich. Nee, das ist die nicht vom Spiel. Das ist die von Afterburner. Warum die da jetzt drin hängt? Keine Ahnung. Ach, weil du Afterburner noch anhast. Ach, bei mir geht's nicht. Wie, bei dir geht's nicht? Ich zieh mich mal nackt aus. Ich bin noch gar nicht drin. Ich auch nicht. Sogar ich bin drin. Ja, das ist, glaube ich, immer dieser Blödsinn, wenn man das zum ersten Mal startet, ist man meistens beim ersten Mal nicht drinnen. Das geht noch mal raus. Wir können ja noch kurz warten, vielleicht. Oder ich starte noch mal kurz. Also ich warte jetzt. Ich habe ja immer noch den Ladebildschirm. Ja, jetzt ist 30 Sekunden, jetzt passt es nicht. Ich geh raus. Ja, dann einfach mal kurz Steam einen Arschtritt geben. Nee, genau. Nur H1Z1 müsst ihr einmal neu starten. Also, da ich ja jetzt hier gerade so Escape gedrückt habe, habe ich nun noch einen schwarzen Bildschirm. Drück Alter 4, nicht Escape. Alter 4. Gut, starten wir nochmal neu. Oh ja, Technik, die begeistert, oder? Ja. So, auf jetzt jammert Steam bestimmt gleich wieder rum, dass H1Z1 auch am Laufen ist oder so nach dem Motto. Also von mir kam jetzt keine Meldung, dass ich stream. Nee.
Das musst du auch manuell machen, glaube ich. Nee, nee, weil ich kann nur meine rausschicken. Oh. Playing. So. Da kommt hin. Endlich. Stream mit. Royal. Stream so, mit. Weißwurst Willi. Stream mit leichten Problemen. Du, wenn das bei Streamern passiert, 30.000 oder 40.000 Zuschauer hat, dann darf das bei dir auch passieren. Ja. So, also nochmal zählen, oder? Gut, ich fange nochmal an. Seid ihr alle schon im Spiel soweit drin? Ja. Ja. Gut. 3, 2, 1, go! Crash macht deine Pornos 34. Aus. 32. 32. Oh, ja, Stefan, gib's mir. Was? Das hört sich jetzt in der Konstellation echt scheiße an. Per Fresh. Boah, Alter, wie das Licht aber mal voll grell ist. Das ist kacke. Ja, ja. War ich nachher? Ich weiß warum. Ich werde hier bestimmt gleich wieder überfahren oder irgendwas. Bist du schon drin? Ich bin schon drin, ja. So. Was, du ziehst dich gleich knockern aus oder was? Ja. Und dann sind die vor mir drin, jetzt bin ich auch drin. Weil dann hast du gleich ein paar Bandagen. Ja, genau. Die aber Bandagen hast du auch so. Du musst halt den Gürtel auf jeden Fall anlassen. Damit du wenigstens noch ein bisschen Mund mitnimmst, falls du keinen Rucksack hast. I4, seid ihr auf der Brücke oder was? Noch gleich. Mehr. Ich komme auch zur Brücke. Ach Gott, ich laufe in Unterhosen. So, also ich bin jetzt, ich bin direkt hinter dir, Alex. Oh nein! Ihr habt euch doch nur ausgezogen, dass wenn ihr nachher am Fallschirm hängt, Windschnittiger seid, oder? Komm, bück dich, bück dich. Was wollt ihr überhaupt? Ich schlag euch kaputt. Aber über alles weiße Sneakers. Wer ist denn von euch nicht nackt? Ich, aber jetzt gleich. Jetzt macht er sich nackt. Zieh dich aus, kleine Maus. Und mach dich nackig. Nochmal ein Papa. Ja, die Bremsspur hier. Aber geht jetzt eigentlich der Booty-Check noch? Scheinbar ja. Kannst du mal gucken, ob ich eine braune Unterhose habe? Ja, der Abschauen der Menschheit wieder unterwegs. Hier ist noch ein nackter mehr. Wir haben 5 Nackte hier. Das gibt's doch nicht. Und alle haben weiße Sneakers an. Einer ist undercover hier unterwegs. Da hinten zieht sich schon der nächste aus. Bleib angezogen, los! In 5 Sekunden geht's los. Jetzt. Oder jetzt. Pass auf, heißt sicher wieder der Erste. Ich bin drin! Ja, ich auch. Ich bin tot. Also, ich bin D7. H4. Ja. Wie schnell seid ihr alle dran? H4. F6. F6. H4? Wo bin denn ich überhaupt? Wo ist ein H4 zum Geier? Aber eher Richtung... Nee, F6. Passt schon. Ach, guck mal! Wie im Stream von Ich Natz dich schon der Boden zu sehen ist und ich ihn jetzt gerade erst sehe. Tja. Wie ich bestimmt gleich auf einmal so sterben werde. Nee, ich bin noch nicht am Boden. Den Boden sehe ich halt immer direkt, aber bis ich immer da bin. Den Bodensee, den Bodensee, da schwimme ich auch gern drin. So, ich bin jetzt auf dem Boden. Und da ist noch jemand drin. Also ich bin jetzt immer noch D7 und bei mir ist mal so relativ gar nicht. Ich hab einen Helm und einen Rucksack, aber... Ich kann nicht. Das ist ja mal geil. Ich hab eine M9 mit einem Schuss. Na super, ich hab mal so was von gar nichts. Ich auch ein nicht. Messer, aber in dem Häuschen, wo ich gerade gelandet bin, war irgend so ein Spacken drin. Ich bin H4, ich hab keine Ahnung, wo ist ein H4. Bin immer noch D7. Ich hab ne AR-15 hier. Nice. Oh, wie hier mal gar nichts ist, ey. Ich hab halt derzeit nur ein Messer und lauf jetzt hier zu dem Haus, was da vorne ist. In der Hoffnung, da ist keiner, aber da war eh schon jemand. Da kannst du von ausgehen. Und da bin ich gleich tot. Nur schon mal, um das anzukündigen. H4, das ist hier. Aha, also so... Südosten, ja, glaube ich, gefragt. Laufen. Ich werde auch gleich sowas von tot sein.
F5 bin ich eigentlich perfekt, aber... Ich habe übrigens auch einen Rucksack. Ja, ich habe Rucksack und Helm, aber hier ist halt ein Gegner wahrscheinlich jetzt. Schießen mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit. Ja, ich habe keine Waffe. Bucken voll. Erzähl ihm einen schlechten Witz. Ich fällt der Tod um vor Lachen. Ja, da bin ich gut drin, aber irgendwie... Hier liegt Waffe mit Moon, nice. 45er. Vorher nachladen, bevor ich die nächste Tür öffne. Gott, da hinten ist noch so ein Camp, aber da bin ich mir jetzt gar nicht sicher, ob das so gut ist, wenn Fatih da hinläuft. Wird schon, da hinten steht einer am 9mm liegt Berg. Hier auch noch. Ach, da steht keiner am Berg, da steht ein Stein am Berg. Kann ich das Messer mal wegwerfen hier, die 9mm nehmen, die packe ich so lange im Rucksack, solange ich keine Moon habe. Ja, wir sind zumindest schon mal in der Top 100, das ist gut. Immer noch H4. Und alle Türen zu? Wie ich einfach hier das Problem habe, dass hier nichts ist. Ich habe einen Molotow-Cocktail. Bin auf jeden Fall in der Nähe von einer größeren Stadt wieder mal. Ich hocke jetzt hier im Bad mit dem Molotow-Cocktail in die Hand und warte, dass der kommt, um den Molotow-Cocktail zu werfen. Ist das gut oder gut? Ist extrem gut. Ach, ich weiß, wo ich bin jetzt. Ach du Scheiße. Wo bist du jetzt? Weißt du, da, wo dieses Militär, nicht Militärgelände, aber ich nenne es ja immer liebevoll, dieses Panzerding. Keine Ahnung. Panzerding? Ja. Ach, das, wo die noch bauen, meinst du? Genau. Ah, bin ja. Jetzt D6. Ich bin F5, wie komme ich auf H? Hab bei Bayer zu viel geguckt. F5 bin ich, in diesem einen Haus da, an dieser Schrottstraße. Ne, ich bin jetzt D6 und renne da jetzt gleich oben zur Kirche hoch. Oh, hier wird schon geschossen. An der Kirche wird immer geschossen, muss er aufpassen. Ne, nicht an der Kirche, die oben auf dem Berg drauf ist. Ja, ja, ich weiß. Ja, ja, die ist heftig. Generell, dort rundherum ist immer extrem viel los. Pleasant Valley, oder? Ja, ja. Ja, das ist sowieso immer Katastrophe. Aber besonders da auf dem Berg. Ja. Ich laufe jetzt mal dahinter, weil da hinten sind einige Spawnpunkte für Autos. Vielleicht hat die ja Glück. Ja, aber da habe ich mir ein Projekt aufgeholzt, da gebe ich dir recht, Eifi. Damakasch ist schuld. Mit ihrem aktuellen Let's Play? Nee, die hat mich angefixt. Die hat gemeint, ich sollte das mal machen. Ich habe, glaube ich, auch. Ich habe, glaube ich, den 1er und 2er Teil, aber der 3er Teil fehlt mir noch. Oder umgekehrt, dass mir der 1er fehlt. Ich habe es mir noch nie irgendwie. Ja, ich habe es noch nie gestartet. Weil ich wusste, dass ich sonst hängen bleibe für etliche Stunden. Ja, da bin ich jetzt mal gespannt, wie sich das ergibt. Also, da bin ich echt neugierig. Aber es soll wirklich gut sein. Also. Ja, deswegen fange ich mit dem ersten an, weil irgendwann kommt der vierte. Genau. Ja, dann bist du sicher, bis der vierte da ist, bist du wahrscheinlich genau zeitgleich fertig. Ach du Scheiße. Ach du Kacke, ist die Zone scheiße. Wo ist die? Unten. Ja, ich muss genau südlich laufen. Ach du Scheiße. Ich bin I. Alle so, ach du Scheiße, ach du Scheiße. Da drüben läuft da so ein blöder Drecksack. Ich bin F5, ist eigentlich für mich entspannt, aber... D6, D6. Oh, ja. Ich bin bei der Kirche. Ich bin gerade nur so drinne. Na gut. So. Wo seid jetzt alle? Also mit anderen Worten, ich kann ja wieder rausrennen aus der Kirche. Okay, ich bin bei G3, ich habe noch einen langen Marsch. Du hast den längsten von allen. Ich schaue, dass ich auf F rüberkomme und dann runter. Nach Südosten muss ich, glaube ich, oder? Ja, Süden reicht erstmal. Osten kannst du später noch. Ja, kann ich auch gleich laufen. Ja, muss ja noch nicht. Du weißt ja nicht, wo sich das immer am Ende fixiert. Ja, ich laufe hier lieber erstmal über den Friedhof. Vielleicht liegt ja in den Gruften ja noch irgendwas drin. Ich habe eigentlich 20 HP verloren, ohne was gemacht zu haben. Irgendwo erst runtergefallen? Nee, eigentlich gar nicht. Okay, in die Gruften kann man nicht rein. So ein Mist aber auch. Hab erstmal zwei Bandagen mehr reingepfiffen. Pillenpeter hat jemand getötet. Ich nicht. Ich hab hier so ein Arsch gefüllt auf Stein. Du hast da so einen Arsch hinterm Stein sitzen. Er ist der Arsch hinterm Stein. Oder so. Ich sehe irgendwo ein Flugzeug, ich höre das da hinten.
Oh, Toxic Gas kommt in 3 Minuten. Oh, hier weiß nicht, ich bin ja allein zerlegt. Nee, nice. Hast du Gas gegeben? Und zwar den, was wird der geheißen? Motherfucker, irgendwas. Keine Ahnung. Motherfucker Extremes. Motherfucker, was hat der gegen Mandalas? Ich bin hier an diesem kleinen Behilfsdamm, der nicht wirklich der Damm ist, sondern der andere Damm. Mhm. Oh, wie man nur jetzt nur so ganz langsam durchs Wasser kommt. Ja, das ist scheiße. Wo du gerade sagst, ich bin jetzt im Wasser. Also ich gehe jetzt auf Nummer hart und schaue, ob hier ein Auto ist. Wenn man hüpft, kommt man ganz, ganz wenig schneller voran, aber nur ganz wenig, halt die Zeit, die man hüpft. Das bringt mich jetzt auch nicht weiter. Doch, zumindest die Zeit, die du hüpfst, weiter. Also hier ist mal kein Auto, geht mir schon wieder auf den Sack. Nein, ich habe auch keins. Was meint ihr, wird sich das da hinten beim Sendeturm einpendeln nachher? Ja, ich glaube vielleicht sogar an diesem Ruby Lake. Ich laufe genau in die entgegengesetzte Richtung. Wow! Was los? Boah, mich wollte ein Polizeiauto überfahren. Mhm. Konnte es aber noch gut abwehren und es ist jetzt fast Schrott. Nice. Ja, aber auch nur fast. Warte, bis der Typ rausspringt. Ja, ja, ich steht. Glaube fast, dass die... Ja, ja, der läuft hinten, der will mich sicher abknallen. Dann pass auf dich auf. Der Typ läuft mich hinterher. Der wollte mich unbedingt mit der Schrotflinte erleben. Ja toll, ich habe auch eine Schrotflinte, aber keine Munition dafür. Der ist auf jeden Fall sauer. Warum? Ja, du hast ihm sein Auto kaputt gemacht, ich wäre auch sauer. Wird dir richtig eine Ohrfeige geben. 20 Schuss sind jetzt weg. Ah. So, jetzt bete mal, dass da Sparkplugs drin sind. Wieso, hast du denn ein Auto oder was? Ja, da steht ein Pickup. Eh keine dran. Also ich bin jetzt E7. Ein F6. Ich F5. Alter, ihr seid alles so, ihr seid alle mal so weit weg, ey, das ist... Wo muss ich denn hinfahren überhaupt? Ich muss nach, ich bin jetzt J4. J4? Einfach nach Süden runter. Süden und links, aber schnell. 30 Sekunden hast du. J4? Scheiße. Was? Das ist ja echt heftig. J4, ja, aber ich hab ein Auto. Achso, okay, na dann geht's sich's aus. Ich bin... dann geht's sich's aus, ist klar. Süden muss ich, gell? Naja, Südwesten, oder? Wo muss ich denn hin? Südwesten. Gib Gas, einfach mit Shift am besten. Wie hier beim Funkturm mal nichts an Autos oder sonstiges ist, ey. Da ist nie was am Funkturm. Na, mitten auf dem Berg. Na, ich bin nicht mitten auf dem Berg, ich bin im Wald drin, aber hier ist ja immer überhaupt nichts. Ja, es dauert zwei aber ewig, bis das Toxic Gas kommt. Ja, hab ich auch gesehen, ja. Alter, aber das Gas direkt nebeneinander sind. Mhm. Wo bin ich jetzt? J5. Ich bin F7. Ich bin immer noch E7. Also Alex, wenn Nackter dir entgegenkommt irgendwo, das könnte ich sein. Ja, wenn dir Nackter mit einem blauen Rucksack und einer Schrotflinte auf dem Rücken entgegenkommt, das könnte ich sein. Ja, dann gebe ich dem Headshot. Ja, bringt dich nichts weiter, weil ich für die Schrotflinte keine Munition habe. Ah, kacke. Wie viel, wo bist du jetzt, welche Koordinate? E6 bin ich jetzt. Ich meinte Alex. E7. E6. Mhm. Dann bist du ja gar nicht so weit von mir. Richtig. Nie ohne Seife waschen, du bist im Westen. Aber das ist das richtig? Bist du auch am Fuße des Berges, oder was? Nee, ich lauf gerade am Berg hoch. Am Berg hoch? Mhm. Dann bist du gleich auf dem anderen Berg da drüben. Hier kommen schon wieder Flugzeuge. Ja, ich bin jetzt I5 wieder. Haben aber nichts abgeworfen. Wo fahr ich denn rum? Falsche Richtung. Dann kommst du da hinten auf den Berg hoch, glaube ich. Wenn ich es überlebe. Wie sagst du denn? Ich bin jetzt auf dem Berg ungefähr. Also noch nicht ganz, aber fast. Bin immer noch E7. Aber wir sind schon mal unter den Top 50, das ist doch schon mal was. Mhm. Ja. Bringt nur nichts, kann man sich nichts von kaufen. Also jetzt laufe ich in Richtung Osten. Ich laufe Richtung Südwesten. Jetzt bin ich mitten oben auf dem Berg in so einer Mulde drin. So, ich bin jetzt, für euch zur Info, ich bin jetzt bei Babas Truckstop. Jetzt bin ich F7. Ja, dann sehen wir uns gleich auf jeden Fall. Du müsstest dann gleich hier über die Kuppe kommen oder so.
Also I6. Nicht schießen, wenn I6 du jetzt jemanden siehst. I6 bin ich eigentlich richtig. Sekan. Oh, ich muss ja noch weiter runter. Ja, noch nicht. Bist du ganz oben auf dem Berg drauf? Jetzt, ja. Du bist da drüben, Mensch. Warte, der Berg ist ja relativ Lone lang. Lone Pine ist hier, Cranberry. Gott, wo bist denn du? Wer, ja, ich? Nee, also Alex. Ihr zwei. Bin jetzt gleich wieder im Wald drinne. Lauf jetzt. Da unten läufst du, ich seh dich. Ah, jetzt seh ich dich auch. Ich probiere irgendwie sicher runterzukommen. Dann gehen wir in den Wald rein. Jo. Dann fahre ich hier mal durch die Pampa. F7. Jo, da liegen wir doch schon richtig gut mit. Also ich bin I7. Erstmal zumindest. Wo bist du jetzt hin? Ich stehe hier unten noch am... bist denn du? Nee. Unten am... Wo bist du? Ach da, hier. Links von dir. Wenn du der mit Motorradhelm bist. Ja, ja. Ich check's aber nicht, wo du bist. Im Schatten irgendwo, ne? Nein, hier. Komm. Meister. Links, 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 links. Wo ist links? Mal kurz schauen. Hab ich einen Helm für dich dabei? Also ich bin da jetzt auch bei diesem Behelfsdamm, wo du zuvor warst. Du hast was für Munition hast du dabei? 9 mm. Du hast auch eine 9 mm, oder? Ja. Und ihr rumdümpelt. Deine Waffe ist nicht fertig geladen, das sehe ich. Der Spannschlitten ist zurückgezogen. Also 15 von 15 habe ich. Okay, dann ist die Anzeige, ja, ist Anzeige-Buggy. Bei dir ist das aber auch ein Stück zurückgezogen. Ja, das sehe ich ja nicht. Welcome to Cranberry. So, wo wollen wir jetzt hin? Also ich bin Hase. Keine Ahnung, hier irgendwo in die Büsche legen und miteinander lieben. Mensch, fresh. Sind doch alle zu dick dafür. Oh. Wir sind doch alle zu dick dafür, sagt er. Anstatt er sagt, wir sind nicht schwul, wir sind doch alle zu dick. Wollen wir uns nicht da irgendwo so einen besseren Busch fühlen? Ja, das ist ja auch gar nicht auffällig, wenn du dich da in so einen Farn reinlegst. Das finde ich ja kommod. Ja, da unten, hier, die Büsche, kann man nehmen, oder? Am besten sollten es hier die Brombeerbüsche sein. Dann sind da wo seid ihr, F7 oder was? Ja, F7. Ich bin G7, ich bin gerade auf dem Weg zu euch. Ja, dann fahr mal rüber. Fahr am besten nicht durch Brombeerbüsche. Da hinten, die in der Sonne. Siehst du die links? Ja. Ich bin beim Damm gerade, Misty Peak. F8 sind wir aber jetzt. Das macht ja nichts. Dein Schatten sind auch welche. F8 ist doch perfekt. Wir müssen uns bloß langsam mal beeilen, weil irgendwann trudeln hier auch die anderen übrigen 9 und... Entschuldigung, die... Ja. Oh, da kommt Gas. Ich sehe Gas. Ich sehe Gas. Ich würde mich hinlegen sogar an deiner Stelle. Ups, ja. Sollte ich vielleicht machen. 3 Minuten, die nächste Ding. Wir sind immer noch safe. Ah, da unten. Wo seid ihr? F8? Ja. Mhm. Das heißt für mich Südosten. Genau, fahre ich gerade in die Richtung. Ich hoffe mal nicht, dass meine Füße jetzt irgendwo rausgucken. Aber dann alles guckt auch noch raus. Wo bist du? René? F6, ja, ich bin G7 und fahre jetzt hier mal. Aber ich muss erstmal nachtanken hier. Ich trinke erstmal einen Schluck Cola. Ich laufe Richtung F8, dann werde ich euch schon irgendwo finden. Jetzt das Flugzeug, da bam, bam, bam. Ja, wenn das Flugzeug jetzt eine Bombe fallen lässt. Ist mir letztens passiert, weil ich 13. Da saß im Auto schön bequem, genau in der Safe Zone, so in einer Stelle, wo sich nichts mehr geändert hat, aber mich auch keiner sehen konnte hinter so einer Tanke. Wie ja, weit seid ihr von diesem Wilderness-Camp weg? Also ich hab's... Wilderness? Wahrscheinlich weit weg. Ja. Also wir sind jetzt F8. Also ich bin G7 noch. Und ihr seid bei dem Berg dort, oder? Ja, etwas unterhalb vom Berg, im Wald drinne. Okay, na passt. Weil den Berg sehe ich auf jeden Fall. Ja, da musst du rüber, wenn du aus Richtung Norden kommst. Achso, über den Berg rüber. Ja, wenn du aus Richtung Norden kommst, musst du... Okay. Pass einfach auf, dass du nicht durch die Brombeerbüsche fährst und wir sagen dir dann, wenn wir ein Auto haben. Hier ist ein Fluss, so ein See. Ja, ich sehe im Moment keinen See. Ich sehe den See. Ich nicht. Da unten ist, glaube ich, nee, weißt du, ich hätte jetzt gelacht, ey. Fresh sprengt aus seinem Brombeerbusch auf, Alter, wird gleich niedergeballert. Okay. Fahr mal so ganz leicht am Hang, nicht viel, ganz leicht. Ja, ich fahre jetzt am Hang, auf der Innenseite. Da rechts von mir ist der Berg.
Geh mal ein Stück hoch, damit ich... Ich bin jetzt F7. Ich bin unten im Tal quasi. Komplett im Tal? Ja, da in dieser Senke. Warte. Da unten ist ein Fluss, ne? Da hinten. Ja, genau, das sehe ich jetzt gerade, ja. Der ist links von mir. Ja, dann fahren wir noch ein Stück geradeaus auf jeden Fall. Ich bin jetzt ein bisschen oberhalb vom Berg. Und hier ist sowas. Irgendwer schießt irgendwo. Ah, das war, glaube ich, auf irgendein anderes, nicht auf mich. Bist du schon weggelaufen, Fresh, oder was? Ja, ich bin gleich wieder da. Also, ich bin jetzt hier F8, ich stehe jetzt hier an einem Berghang. Da bist du, ne? Ja. Jetzt hätte ich fast geschossen. Was für eine Straße ist hier? Wie so ein Feldweg. Weißt du? Warte, ich komme mal ein Stück hoch. Weißt du, wie groß F8 ist? Ja. Ah, das ist das Problem. Hier sind einige Straßen. Ich fahr mal Richtung den See runter. Hier unten ist einer. Fuck. Ich lass ihn laufen. Der rennt weg. Der hatte eine Waffe und ist da runtergerannt. E8 bin ich jetzt. Wieso bin ich jetzt E8? Dann bist du schon zu weit. Oh! Was war das denn gerade? Super, ich hab nur noch 30% Sprit. Ich dürfe jetzt mal hier irgendwo stehen. Alter, hat mich das erschreckt. Ich hab gerade ein Battle Royale Kit gekriegt. Ach, da bist du. Hier ist gerade einer den Berg runtergerannt, da hinten. Ich komme jetzt auch den Berg runter. Du bist aber nackt, ne? Das ist ja, das Gute. Ich bin nackt und habe eine Mütze auf. Wir können mal unsere Location durchgehen. Wir haben nämlich genau doch Lock als Funktion, ne? 1588 minus und 399 Z. Ach so. Da steht bei mir was ganz anders. Ich habe bei Z das erste Mal eine fünfstellige Zahl. Hä? Ich sehe das Gas schon im Südosten. Ja, man sieht das ja relativ weit. Ich bin E8, das heißt, ich bin auf jeden Fall safe da drüben. Wir sind schon unter den Top 30. Ja, 30, jetzt kommt die nächste. Ah, jetzt muss ich E8, ich bin immer noch safe. Ja, fahr mal lieber rüber F8. Ne? Also ich sehe diesen See. Ich stehe bei einer Hütte. Der See ist aber eher nach Richtung G8, oder? Ich bin F8 und ich bin direkt oberhalb des Sees. Was? Okay. Oberhalb des Sees? Da bin ich gerade vorbeigefahren. Weil ich bin, da ist, ich da bin ist eine Ecke Hütte F8, gegenüber. E8, F8 bin ich die Ecke. Wir sind genau F8. Wo ist denn hier ein See? Ich habe keinen See gesehen. Ich stehe F8, ist eine Hütte. Also ich stehe genau an der Kante. Da ist rechts eine Brücke. Aber wir müssen auch mal ein bisschen weiter östlich vielleicht. Nee, Richtung Süden müssen wir runter. Westlich würde ich gehen. Nein. Oder Südwesten darüber. Wir müssen nach Süden. Süden ist nämlich ein See laut Karte. Wenn ihr nach Süden geht, müsst ihr bei mir vorbeikommen. Ja. Angeblich ist der See da auf der Karte. Ja, aber der See ist irgendwo da rechts ein Stück. Sag doch, dass du weiterläufst. Welche Location? Wir kommen einfach mal zum See. Falls wir den finden. Da ist eine Hütte am See. Ich seh den See schon. Ja, ich dachte auch, ich sehe den. Ach, da seid ihr, da hinten. Hä? Wo bist du? Bist du uns jetzt? Im Stream. Ah, du stehst du im Polizeiauto? Nein, ich stehe nicht in dem Polizeiauto. Da schneidest du ab. Oh, da hat einer geschossen! Das Polizeiauto darfst du durchaus abknallen. Ich laufe jetzt direkt zum Polizeiauto zu und knall's gleich ab. Links von uns wird, und ich glaube im Süden wird auch geschossen. Ja, knall einfach ab. Einfach wegschießen. Vielleicht höre ich das. Also ich höre hier Geballer wie Sau. Okay, explodiert. Nee, ich hab gar nichts. Gehst du immer noch weiter? Fresh, lass uns dann mal nicht in die Richtung gehen. Ja, wir müssen hier irgendwo erst ins sichere gehen, aber... Ach, ihr seid da hinten. Wartet mal. Da vorne ist der See, aber da ist keine Hütte, oder? Ich komme euch mal entgegen. Ich leg mich jetzt hier unten in die Brumm... Vielleicht gibt's da mehr, oder? Ah, jetzt nein, ich wurde getroffen. Ach, ja. Habt ihr einen Helm? Hat einer von euch einen Helm? Ja. Weil jemand schießt auf mich. Ja, auf mich auch. Ich wurde getroffen schon. Ah, ich bin tot. Ah. Greif mir direkt hier die Bandagen rein. Wo seid ihr denn? Also keine Ahnung. Ich liege jetzt am... Da kommt einer mit dem Auto, mit dem Jeep. Nicht durch die Büsche fahren, bitte. Bayer, bleib stehen! Ich bin hinter dir. Bayer, bleib stehen. Hier, bleib doch mal stehen jetzt. Ja, ich bin dran. Warte. Ich auch, ich sitze hinten drauf. Du kannst ballern, du hast eine Waffe. Irgendeiner hat doch da gerade geballert, wie blöder, oder? Ja.
Da hinten, da steht einer. Am Baum. Zwischen den zwei Bäumen. Gib Gas, fahr weiter. Gibt der irgendwas ab, das Flugzeug? Ich seh's nicht. Fahr nicht zu weit, ne? Sonst sind wir aus der Safe Zone. Ich hab nur noch 24% Sprit drin, ne, in der Karre. Ja, fahr erstmal relativ sicher irgendwo in die Büsche und stell den Motor aus. Da vorne. Ja. Ja, du hättest hier stehen bleiben können. Oh, da sind zwei! Hab ich ihn erwischt? Nee. Doch, ein hast du erwischt. Einen hast du erwischt, sehr nice. Oh, das war der. Da ist ein Felsen. Da hinten wird was wurde was abgeworfen. Wo? Nein. Hinten. Richtung, wenn du. Da sitzt aber keiner drin, Beiner, was machst du? Ich will aussteigen! Aber vielleicht ist da jemand an der Hütte irgendwo. Lass das erstmal safe sichern. Jetzt kann er, nimm dir den Helm, der da liegt. Das war kein Helm, das war eine Rüstung. Ball und Bogen jemand? Wo ist Bayer? Jetzt ist Bayer bald tot. Ich bin runtergerutscht mit dem Auto, ich komme gerade wieder den Berg hoch. Lass mal gucken, ob hier Sparkplugs drin sind, dann nehmen wir einfach das Auto. Ich glaube aber nicht. Nee, Sparkplugs sind raus. Wie viel Energie hatte das denn? Hat das andere Auto überlebt, Bayer? Nein. Sparkplugs konntest du nicht rausnehmen? Nee. Schade. Ey, geil, ich hab ne Metallrüstung. Haha! Ja, du bist nackt da vorne, ja, passt. Du hast die Rüstung an, aber Headshot ist halt trotzdem Headshot. Bayer, Wald, hast du noch Munition für mich? Was brauchst du denn? Schrotflinte oder 9mm? Wenn, dann kommt der Typ aber aus der Richtung, oder? Ja. Oder? Ja, da wird schon geballert. Ich hab noch einen Molotow-Cocktail. Der ist aber nicht hier. Was brauchst du für... 9mm oder Schrotflinte? Hier. Ich hab 72 9mm. Reicht dir die? Jo, danke dir. Da hab ich dem anderen Typen abgenommen. Nice. Schrotflinte habe ich zwar, aber gab keinen Mund drin. Ne. Und Alfie ist tot. Ja. Ja. Da liegt dann am Boden. E9, wir können hier bleiben sogar, wir können hier bleiben. Ich leg mich hier jetzt auch hin. Oh, ich habe die falsche Taste gedrückt. Nee, hinlegen ist eigentlich blöd, weil man nicht sieht. Richtig. Ja, aber die sehen einen auch nicht. Oh, da drüben. Ich weiß, warum die ballern. Da kommt einer. Wo? Da hinten. Zwei sogar. Berghof. Richtung Nord-Nordwest. Ah, fuck. Du bist geblasen. Aber der wurde auch getötet, einer. Ja, der hat mich oh fuck, der schießt hier direkt neben uns. Ich bin fast tot. Ich hab ihn umgehauen. Bei mir, geh gern mein Loot. Da ist ein First Aid Kit drin. Und auch nochmal Moon für 9mm. Und so. Ja, ich hole mir das gleich. Also das First Aid Kit kannst du holen, das habe ich drin. 16. Scheiße. Schade, ne? Ja, dann kann ich mal schnell First in den Rauchen Aid gehen. Eine, eins use ich direkt. Hier ist noch ein Motorradhelm drin, Alex. Ich habe einen. Achso, du hast einen. Hier mal Bandagen nehme ich mir noch raus. Was, wie fresh H1Z1 hinten drin stehen hat. Ja, ich hab's halt nicht angegeben. Hatte ich komm gleich wieder, ich geh mal schnell in den Rauchen. Wo ist denn das Loot von dem? Hast du das hier genommen hinten? Nein. Müsste hier irgendwo im Gras liegen. Seh's halt nicht, ich komm wieder zurück. Hier ist es. Ja, Moment. Ich will mal eben nur gucken, was da für Munition drin ist. Hast du Schrotflinte? Nee, oh, lauf! Ich bin tot! Hat zu lange gedauert! Platz 14. Ich hab zwei Leute getötet. Nein! Er trifft, fuck. 13. Mann, ey. Ärgerlich. Ja, hat zu lange gedauert, den zu suchen. Das war blöd von uns. Gut, ja, dann mache ich erstmal eine kleine Pause und gehe eben erstmal eine rauchen. Ja, rauch doch mal schnell eine. Bayer ist ja auch gerade aufgekommen. Oh.
Schade, 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 aber zwei Leute umgeholzt. Nice. Eifi noch da? Ja, ja, ich bin noch da. Gut. Wir sind alle gestorben. Keiner hat was geholt. Ärgerlich, ey. Nicht mal ein Dings. Was war bei dir drin im Dings? Oder noch nicht aufgemacht? Ich habe noch nicht aufgemacht. Okay. Einmal hatte ich einen Airdrop drin, also ist möglich. Was da los? Ich sehe da einen leeren Stuhl. Ja, erst kurz rauchen, nein. Ach so, kann ich ja noch mal, auch kurz noch mal austreten und meine fertig rauchen. Ist die Zigarette immer. Nee, ich habe nicht fertig geraucht. Wie nicht fertig geraucht? Die brennt noch draußen. Ich wollte gerade gucken, ob er schon wieder zockt. Aber wenn er gerade eine rauchen ist, dann gehe ich auch mal schnell. Ja, rauch mal zu Ende. Die brennt gerade draußen, sagt er. Habe ich auch noch nie gehört, Zigarette mal im Brennen lassen. Oh, ich habe noch drei so geile Pizzabrötchen. Das sind aber auch richtige Wummer, ey. Nicht so die kleinen Kugeln, die die teilweise machen, ne? Hab übrigens, René, deine Begrüßung umgesetzt. Ah, cool. Achtung, Achtung, jetzt wird's wieder heiß und fettig. Einer fand's auch schon cool. Cooles Feedback gekriegt. Wie hat er geschrieben? Moment. Hier im Forum war das. Das ist sexy, so darf es gerne bleiben. Okay, das war vom Kerl, das ist also ziemlich schwul. Mal seinen Kanal angucken, ob er wirklich schwul ist. Moment. Er ist... Moment. Er ist... schon ein bisschen schwul. Man weiß noch nicht so ganz, ob er wirklich schwul ist oder nicht. Er hat einen Banner, da hat er so ein Rage-Face, aber in Traum. So. Ich hab jetzt eine Handgranate. Wieder da. Muss noch mal eben was kurz in meinem Stream ändern. Guck mal, im Stream kommt ein tätowierter Teddybär. Ja, ganz genau. Du meinst, nee, Osama Bin Laden ist wieder da? Ich muss mal eben meine Kamera verschieben, weil meine Frau hat mich drauf... Nein, meine Frau hat mich drauf aufmerksam gemacht, dass die direkt im Charakter drinne hängt. Ah. Ja, oder ganz nach rechts rüber. Also als Spendenziel hast du da, gell? Ja. So müsste es eigentlich gehen. Ja, es geht. Oder ganz nach links rüber, einfach ganz an den Rand. Da stört es am wenigsten wahrscheinlich. Oder oben, okay. Rechts. Oben rechts ist auch immer so eine Standardpose eigentlich. Ja, aber er hat Greenscreen, da ist blöd oben rechts. Ja. Also, zähl mal runter, da ist 13. Nee, ich bin noch. Ich bin drin, ne? Na, Fresh ist von der schnellen Sorte. G6. Z4. So, jetzt muss ich eben nochmal den Sound wieder. I4. I4. So. Ja, zieh runter, ne? Ich oder was? Ja, immer die Damen zuerst. Halt die Klappe, ey. Calimero. Damen. 3, 2, 1 und los. Bin ich ja froh, dass ich den TS hab und nicht auf den Stream irgendwie passiert hören muss. Nichts bei mir. Jetzt bin dran. Ja. Lädt. Bin drinne. Ja, jetzt auch. Oh, wo bin ich denn? Hä? Du bist schon so weit drin. Hey, guck mal. Schau mal nach oben.
Wo ich ja, stehe? Ja, ganz oben, ja. Auf der Mauer, oder was? Nein. Nö, am Turm. Hier ach, Turm. Auf dem Turm? Da stand ich auch schon. Ja, ich kann das scheiß Ding nicht placen. Fuck. Ha, ha. Ach, da ist noch einer gerade hier. Denk dran, wieder alle Sachen zerreißen und so, ne? Also irgendwie liebe ich diese Chaos-Lobbys. Bei mir steht auch noch einer hier oben. Wo seid ihr denn? Auf dem Dach von dem Kreuz. Ach, da oben. Ja. Ich wurde fast überfahren. Ich muss aber runter jetzt, weil ich muss... Oh. Da. Gut, alles weg. Du hast mir alles gemacht, was ich brauchte. Vier Bandagen. Go, go, go. Da hat auch gerade wieder einer Musik abgespielt, ey. Ja, ja. Oh, cool. Ja, I6. F5. Wie schnell seid ihr drin? Das ist so heftig, sogar das Scream ist schneller als ich drin. Ja, ob, ja, gell? Das ist der Hammer. Jetzt bin ich drin. F4. F4. Der sieht schon Boden G6. Und ich bin noch irgendwie 1 Meter Höhe. Du mit deiner alten Retro-Kiste. Ich sehe immer noch keinen Boden. Nee, ich sehe schon jetzt Boden. Jetzt sehe ich ihn. Du mit deiner alten Retro-Kiste. Ach Gott, nee, leck mich doch. Ich bin beim Damm. Ach, soll ich denn... Ich bin hier bei so einem Wohnwagencamp richtig nice. Wenn da soll jetzt denn die war. Scheiße? Ach, wie ich hier schon wieder in einem Haus gelandet bin, wo nichts drin ist. Das sind schon wieder zwei so Spasten. Ich hab keinen Bock auf die Wichse. Eine Piste habe ich schon. Nice. Baba Truckstop ist überhaupt nichts. Ja, das ist super dort. Da kriegst du Autos, alles. Den ersten habe ich getötet. Echt? Steht noch gar nichts drin. Das in der M9 und Moon. Doch, steht schon drin bei mir. Hoffentlich sind wir gleich. Doch, ich habe ein Auto. Echt? Cool. Ich bin beim Damm. Nice. F6. Was, dann komme ich zu dir. Wo bist du? Baba Truckstop. Wo ist denn Babas Truckstop? Gut. Fahr mal lieber F5 kurz vorbei. Ja, aber ich muss erst hier rüberkommen irgendwie, weil ich auf der anderen Seite vom Damm bin. Ein Rucksack, nice. Dammerweise. Nur ganz kurz, ob hier noch ein Auto ist. Damit wie viele ich Leben bei euch noch gerade? 93, 92. Ja, 90. Okay, dann sind wir auf demselben Server. Ja, ich hab bloß gerade nichts gesehen von dir. Aber scheiße, ich muss da unten durchs Wasser, das wo ist kacke. Wo ist denn hier Süden, da vorne? Jetzt kriege ich eine E-Mail. Das kann eigentlich nur irgendein Publisher sein, ne? Aus Amerika. So, wo bist du? Ich bin F6, aber auf ich der anderen F5. Seite vom Wasser. Lass mal du müsstest an der Straße also mit dem Auto durchs Wasser fahren. Okay. Ich bin E5. Okay. Ja, ich muss durchs Wasser, das ist blöd. Wo bist du? E5. E5, dann komm auch zur Straße. Ja, ich bin hier mit in der Wohnsiedlung drin, hier wird geschossen. Dann solltest oh Gott, du da irgendwie mein Auto. Was? Ist schräg. Ah, jetzt wieder. Ich bin also ich hab immer noch nicht gefunden, ich komme jetzt zur Straße vor. Scheiße. Ich brauche noch ein bisschen zur Straße. Ich nehme noch den Wohnwagen hier mit, der hier steht. Ich bin ein bisschen seitlich gedriftet. Also da ist gerade was explodiert bei mir. Was ist bei mir? Bei mir wird geschossen. An der Straße schießen die, glaube ich. Gott, wo sitzt du, Alex? E5. E5, du sitzt in Pleasant Valley? Ja, in dieser kleinen scheiß Wohnsiedlung da dran. Also ich bin jetzt fast an der Straße. Da kommen diese Häuser, diese komische Häusersiedlung am Damm. Und dann noch ein Stück weiter Richtung Pleasant Valley sitze ich mich jetzt hier mal im Busch. Das H6, die falsche Richtung. F6. Was? Ja, ja. Ja, du musst ich fahr Richtung Westen. Ich fahr Richtung Westen. Jetzt bin ich G6. Gib mal nicht so viel Gas, ich bin noch nicht da an der Straße. Nö, ich fahr normal. Ohne. Also ich sitze hier in einem Busch, also... Ich sag, wenn ich an der Straße bin, ne? Mhm. Also bei F kannst du ruhig ein bisschen gediegen fahren. Da oben ist jemand, ich probiere ihn zu holen. Warte mal, kann wo bist du? Versprechen. Also ich bin F6. Hüpf mal, Bayer. Ich sitze in einem Busch. Nee, dann bist du das nicht. Na, ich kann jetzt auch nicht Ewigkeiten hier drinnen bleiben, das ist eher das Problem. Hä, der ist auf einmal umgefallen. Nice! Killed by Currywurst, Kalle. Ja, das bin ich.
Ach so, stimmt, ich habe noch Fresh Fries gesucht. Wow! Was? Schießt wer auf mein Auto? Oh, hier draußen ist einer. Kann noch entkommen. Der hat sogar Body Armor. Ja, ich bin jetzt alles. F6, aber bei mir ist... F6 ist gut, aber ja. Da Richtung Pleasant Valley. Da musst du an diesen Häusern noch vorbeifahren. Da kommen diese Häuser auf der linken Seite zwei wahrscheinlich. Ach, ich bin ja, da bin ich schon vorbei. Da bist du schon vorbei, da müsste ich dich ja bald sehen. Ah, ich sehe dich. Hast du einen Pickup? Ja, einen qualmenden. Ja, dann komm noch ein paar Meter vorne. Dann komme ich runter. Ah, hier. Ich habe gar nichts. Also wir müssten gucken, dass wir irgendwie... Ihr seid also E6 oder so, oder was? F6. Kennt ihr diese Dreckstraße, die da ist? Diese Dreckstraße, die nach oben führt. Fahrt die mal kurz lang, bitte. Okay. Weißt du wo, Alfie? Ja, die ist jetzt gleich bei mir. Ja, die also, muss ich Richtung Osten laufen? Ja. Okay. Es sei denn, du kannst dich irgendwie da noch verschanzen. Da ist noch ein Auto. Ja, wo? Aber da würde ich aufpassen. Fahr hin, bleib stehen, weil wenn wir Glück haben, ist der in Ordnung. Da vorne sind die zwei Wohnwegen, ich sehe die schon. Dann nehme ich den Sprit mit. Ja. Ich komme jetzt in eure Richtung. Oder nehmen wir beide? Wir können auch beide nehmen. Dann hol ich Alex ab. Wo seid ihr gerade? Da unten fährt ein Jeep. Und ja, bin warte, ich. Hier bin ich. Bleib stehen. Alex, wo bist du? Ich bin jetzt raus aus der Wohnsiedlung. Da unten sind zwei Wohnwagen mit Autos. Da kommt ein brennender Pickup. Ja, das sind das bin ich. Und der Jeep. Da oben rechts ja. Ist Alex. Ja, hier. Also hier, komm rein hol in den Jeep. Dann lass alle in den Jeep am besten. Ja, dann nehme ich Sprit mit. Dann lass uns aber mal kurz die Wohnwagensiedlung checken, ob da noch irgendwo Waffen sind. Ja, passt. Ja, lass mich mal eben, ich steig aus. Die Türen sind schon auf, da ist nichts mehr. Ja. Da ist nichts mehr. Ich steig um schon. Aber da ist noch ein Rucksack, den hol ich mir eben noch schnell. Ja, nimm Sparkplugs und Sprit mit. Hab ich. Also die Wohnwagensiedlung ist quasi gelootet, oder? Ja. Ich hab eigentlich gar nichts, das ist das Problem gerade. Du hast gar nichts. Warte, dann steigen wir beide mal aus. Ich hab noch eine Schrotflinte. Mit Munition. Aber wollen wir das hier machen? Ja, fahr erstmal da irgendwo in einem Wald oder so ein Stück. Ja. Fahr mal weg hier. Dann machen wir das, steigen wir gleich aus und machen das eben schnell. Rechts runter, nicht links. Nicht links, rechts. Nicht Richtung Siedlung! Und nicht Richtung Norden, sondern Süden, weil guck mal. Ja, da ist das Problem, da hinten ist nur Scheiße, da ist Wasser. Ist doch egal. Wir haben Auto, das ist kacke egal. So, wollen wir hier da eben machen? Ja, würde ich schon sagen. Gut, warte. Warte, ich geh nochmal als Fahrer, oder? Na, damit du sprittst, ja, mach mal. Ja. Schau, wie viel Shells das ich nehmen kann. 5 kannst du reinladen, 5 kannst du so nehmen. 6 kann man, glaube ich, reinladen. Ja, 6 kannst du reinlassen. Gut, schon wieder rüber. Er will fahren. Und steig ein. Ja, ich lag gerade noch die Waffe. Gut, okay. So. Und jetzt irgendwo da am besten einmal wir durch. Müssen, nach wir müssen Süden runter. Nach Süden, also quasi dem Fluss entlang einmal. Man konnte doch normal mit dem Auto hier. Fährst jetzt Richtung Norden, Nordwesten. Nee, das ist okay so. Ach Gott, das Auto mit dem Wasser auch langsam. Wieso fährt die Karre überhaupt so langsam? Du drückst irgendwie was Falsches scheinbar. Nö. Weil du bist stehen geblieben. Jetzt. Ist abgesoffen. War irgendwie ganz seltsam gerade. Fahr hier ja vorsichtig. Nicht so wie vorhin. Das ist hier so eine Geländewagen-Teststrecke. Ja. Er wird voll langsam im Wasser. Ah, wieder Richtung Funkturm, okay. James, it's on. Ach Gott, soll ich jetzt hier durchs Wasser fahren? Das ist aber scheiße. Ja, muss. Jetzt zu Fuß laufe ich nicht. Ja, du bist zu Fuß wahrscheinlich schneller als im Auto. Nee. Guck mal, vielleicht kann man hier, da kann man rundherum fahren. Bringt der ganze Turbo nix. Aber auch das drumherum bringt nichts, weil du immer nur mit einem Rad am Dings fährst. Du kannst auch einfach durchfahren. Ja. Das geht viel schneller. Das stimmt allerdings.
Oh. Wenn wir gleich hier aussteigen, auf einmal hier eine Waffe, dann gucken die auch jetzt mal tun. Und dann müssen wir ein bisschen. Nee, wir können eigentlich so bleiben. Also wenn wir durch den Fluss. Ich glaube, wir sind hier sogar safe, oder? Ja, ja, hier sind wir auf jeden Fall schon safe. Ja. Wenn ich in die Büsche rein oder irgendwo. Ja, da vorne ein bisschen sicher. Okay. Schon in der Sichtweite von der Kirche. Wo ist denn die Kirche? Ach, da hinten, ja. Wer ist jetzt da raus? Das bin ich. Warum hast du ein T-Shirt an? Ich weiß nicht, ob es sinnvoll ist, wenn du oben stehst, am Berg. Glaub nicht, oder? Ja, es bringt nichts, wenn er Bergbewuchs hat. Ja. Könntest du natürlich oben zum Funkturm hochfahren, ja. Ja, aber da sind vielleicht tot, welche und dann sind wir tot, ja. Du siehst das auch immer alles negativ, Fresh, echt. Ja, hier haben wir halt den Vorteil, wir sehen eigentlich alles, außer es kommt hier jemand um den Berg rum. Warte mal. Ja, da ist eigentlich auch okay. Da glaube ich, ist besser, oder? Ja, genau. Ja, genau so. Ja, hier haben wir eigentlich einen richtig schönen Rundumblick. Da kann eigentlich nur von oben jemand kommen, den sehen wir. Ja. Seitlich runter können wir schauen. Passt so, ja. Und schnell zurück können wir auch. Richtig. Oder rechts runter, je nachdem. Wo sind wir denn? E6. Das ist doch eigentlich gar nicht schlecht hier. Ach, wir sind da unten ganz... Grenze E6, E7 würde ich sagen, stehen wir, oder? Wenn ich mir das auf der Karte so anschaue, dieser kleine Penüppel, der da auch oben geht. Ja, kann gut sein. Müsste ziemlich gut passen, gell? Nee, warte. Ich habe von hier aus kann man die Kirche, also konnten wir gleich gerade noch die Kirche sehen. Wir stehen. Ja, das ist das schon, das Eckchen da unten. Auf E6 sind wir, E6, E7 da, dieser kleine Penöpel, der am Weiher ist. Nein. Wir sind noch mehr. Mehr Richtung D sind wir auf jeden Fall. Ja, mehr Richtung D6 sind wir. Weißt du, was da drüben sind? Ich hätte gesagt, eher weiter runter, da wo jetzt das Ende von deiner Maus ist. Nein. Da sind wir, wo jetzt meine Maus hin zeigt. Da müssten wir irgendwie sein. Gesagt, unten, wo die Unterkante ist von der Maus. Ja, da, das meinst du. Wo das Ende von deinem Mauszeiger ist. Nee. Ja, wobei, das könnte das da drüben sein. Du kannst recht haben, ja. Bin mir jetzt aber auch nicht sicher. Ist doch eh scheißegal, wir sind auf jeden Fall in der Safe Zone. Hauptsache, wir überleben. Aber da habe ich tatsächlich noch eben zwei Leute umgehauen. Hast du die erwischt? Ich habe es jetzt nicht gesehen, weil ich ja wegen am Auto geschaut habe. Die abgenatzt. Nee, wo im vorigen Match, wo du erschossen worden bist, da hatte ich den ersten hatte ich getötet und den zweiten hatte ich auch getötet. Mhm. Ja, die kamen ja zu zweit, die Säcke. Ja. Und da, wo wir gesessen haben, war natürlich einfach das Problem, dass du keinerlei Deckung hattest oder ganz wenig nur. Oh, die Deckung, die war eigentlich ganz gut. Bloß wir wurden, Fresh und ich wurden halt umgeschossen, als wir den versucht haben, den zweiten Typen zu looten. Ach so, war noch ein dritter da quasi. Ja, der wird die Schüsse wohl gehört haben und hat sich dann von hinten wohl den Berg hochgearbeitet. Ja, das meiste, die meiste Gefahr wird wahrscheinlich eher von hinten und von, also von Norden und Westen da kommen. Von hinten würde ich sagen, weil da hinten hinter uns siehst du jetzt nicht durch die Bäume, ist die Kirche. Genau. Liegt Pleasant Valley und dann kommen die alle von da rüber. Genau, wenn das Gas mal da ist, weil Pleasant Valley liegt ja jetzt noch drin in der Zone. Ja. Aber das Auto sieht man jetzt auch nicht allzu gut, weil es ja mitten in der Büsche. Wenn du noch ein Stück weiter vorfährst, steht das Auto richtig in den Büschen drin. Ja, aber ich mache jetzt zu viel Lärm wahrscheinlich. Ja. Wie einfach der Busch durchs Auto wächst. Wir sind schon in den Top 40. Ja, ist doch gut. Nice. Top 10 wäre besser. Jetzt wird es mal Zeit, ja, dass wir mal in die Top 5 kommen, alle vier. Ich habe noch nie so ein scheiß Ding da gekriegt für Version 2 also da. Also zu viert in den Top 5, das wäre ja ein Hammer. Also wenn da warte, ich habe hier noch was. Ach, da muss ich einen K für kaufen. Was ist denn das für ein Scheiß? Ja. Ja. Ich
habe von den Dingern 4 oder 5 Stück mittlerweile. 3 habe ich Battle Royale und 3 H1Z1. Ja. Ich habe 2 H1Z1, ein Battle Royale und ein Alpha Lounge. Ein Alpha habe ich auch noch, das ist der von ganz am Anfang. Ja, da brauchst du aber auch einen Schlüssel für. Ja, okay, ich habe einen Alpha, habe ich 2 Battle Royale und 3 H1Z1. Und 0 Keys. Ein Key hatte ich auch mal, aber damit habe ich den Alpha halt geöffnet und da war nur ein Skin drin. Ja, genau. Richtig, bei richtig mir auch. Kacke. Bei mir bloß so eine Dreckskappe. So ein blödes. Und für so einen Schrott gibst du Geld aus. Ja, ja, ja. Ne, die deswegen waren ja dabei. Mach ich das ja, ja, das war halt dabei, der erste. Ja. Ich meinen Arm einfach mal so aus dem. Weiter rüberrutschen hier. Ja, wie mein Arm einfach so aus dem Bild raus ist. Das ist scheiße, wenn man sich beim Greenscreen vermessen hat, ey. Ja, ich hab... Wir können stehen bleiben. Jo, Pleasant Valley ist jetzt fast raus, wir müssen also in die Richtung auf jeden Fall gucken. Mhm. Wo waren die? Ist da vorne, ne? Ja, wobei ich glaube nicht, dass einer... Also es muss... Ach Gott, wer ist denn da jetzt ausgestiegen? Ich kann jetzt sofort... Ich hab Panik vor dem scheiß weißen Bildschirm. Achso. Da steige ich auch nochmal eben aus. Ich bleib sitzen. Obwohl, wir hatten da gerade Bären gepflückt. Wenn der weiße Bildschirm wieder kommt, Star Wars Trailer anschauen. Danach geht er wieder. Dann geht er wieder. Ja. Und dann wirst du noch Dritter oder so, ne? Ja, voll. Ja, Zweiter, oder? Zweiter, ja. Oh ja. Ja, die Frage ist, ob es nicht reicht, wenn du die Maus die ganze Zeit bewegst. Keine Ahnung. Kann ja mal ein Stück vorfahren. Nee, lass mal. Ja, jetzt ist eh zu spät. Ja, sind wir alle bewegt. Nee, die Sache ist, trotzdem bist nur du bewegt. Wenn wir keine Interaktion machen, ist das nur einer, glaube ich. Machst du ja die ganze Zeit Interaktion. Du kannst ja das Inventar aufmachen und das Inventar zumachen. Ah, ja. Ach, ich habe auch eine Shotgun, okay. Dann macht das Sinn. Oder immer so rechts, links, um das Auto zum Wackeln zu bekommen. Ja. Ja, und dann auf einmal kippt's auf die Seite und wir rollen den Hügel runter. Ist ja super, ey. Das war dann stellen wir das als 10 Millionen Klick-Video bei YouTube ein. Da ist wieder einer krepiert. Jo. Das passt. Ich weiß nicht, ob die Leute jetzt so dumm sind, durchs Wasser zu laufen. Also ich glaube, vom Ding her ist es super, weil wir Pleasant Valley hinter uns haben. Moment. Ich hab 3 Zuschauer, aber nur 2 sind davon im Chat. Komisch. Aber das könnte auch nicht sein. Bei mir steht zwar der Chat connected, aber ich sehe nichts. Okay. Nee, aber du stehst bei mir im Chat halt drinne. Okay. Ich weiß nicht, wer da noch alles drin ist. Ja, wahrscheinlich so ein Pop-Out. Ja, dein Bot. Nee, mein Bot zählt nicht als Zuschauer. Naja, aber man kann ja den Videofenster extra... Ja, genau. Ja. Und da ich ja auf Facebook und auf Twitter gepostet habe, ist es gut möglich, dass einer da drüber halt guckt. 30 Sekunden gibt's wieder Giftgas. Ja, also hier ist noch keiner dran vorbeigekommen an uns. Ja. Irgendwie. Ich will auch jetzt nicht unbedingt aus dem Spiel raustappen. Weil das könnte ja auch sein, dass der bei mir schaut. Lustigerweise. Das kann natürlich auch sein. Wenn er bei dir schaut, hat er ja nicht meinen Chat. Genau. Und das sehe ich bei mir nicht, ob da jemand guckt. Wie ich die ganze Zeit schön mit meinem Bart rumschnuffel. Rasier dich mal. Mann. Ey, das ist meine Schenkelbürste. Ah ja, aus. Genau. Schatz, was such dich mal zwischen deinen zwei großen Zehen, oder? Was meinte ein Kumpel von mir bei Facebook, als er das Bild von mir gesehen hat? Sowas sieht man selten. Einen LKW fahrenden Wikinger. Ja, ich sag mal, einen Wikinger zu fahren, einen LKW siehst du öfter. Ja. So, ich steig jetzt aus und schieß 6-mal mit der Schrot auf das Auto, ne? Ja, pass auf, dann schießt das Ding 18-mal zurück. Also, Schweizer Käse. Das Gas kommt!
Gas kommt? Mhm. Ah, ich seh's. Und was ist jetzt? Wo? Wir können stehen bleiben. Würde ich auch behaupten, dass wir einfach nochmal stehen bleiben, oder? In Rolle. Wenn das das ist, was du gesagt hast, wenn das das ist, was ich gemeint habe, müssten wir fahren. Nee, wir bleiben. Sind sicher, wir sind durch das Wasser durch. Und auf wir E6 haben ja kein Wasser mehr so. Vor uns. Wir sind da unten an diesem Zipfel, der so gerade so. Also doch da, wo ich gemeint habe. Weil wir haben ja kein Wasser mehr vor uns. Ja, wir haben kein Wasser mehr. Okay, war mein Fehler, Entschuldigung. Ja, macht doch nichts. Da unten die kleine Insel ist auch eingezeichnet, so ganz leicht, wie man da sieht. Also wir sind da so genau noch in der Safe-Zone. Ja, jetzt guckt man nicht alle auf die Karte, sondern guckt mal lieber nach West-Nordwest, falls da mal irgendwas raustouren sollte aus dem Gas. West-Nordwest. Da. Ja, da sieht man so gut zwischen den Bäumen. Ja, da hat einer schon geschossen. Das kommt, glaube ich, von rechts kam das. Also da oben vom Berg aus dem Wald. Ja, ich glaube, das kam von Westen ungefähr, da hinten. Hinter dem Baum quasi. Sicher? Ja, das hört also sich an. Im Endeffekt so müssten die ja jetzt alle rauskommen aus dem. Aus Blasen. Eigentlich im Prinzip schon. Wenn jetzt, wenn sie nicht sterben wollen. Wenn da überhaupt noch so viele waren, das ist die Frage. Ja. Aber es ist auch keiner gestorben, obwohl jemand geschossen hat. Ja, der hat ja nur einmal geschossen. Vielleicht war das auch so ein Aus-Versehen-Schuss. Ja, Aus-Versehen-Schuss. Ich weiß noch als einmal, wo ich mit Wombi in irgendeinem auf der Toilette saß, wo er sich einmal erschreckt hat, weil die Tür aufging und geschossen hat. Und direkt wusste er Bescheid, wo wir sind, weißt du? Ich meine, er ist dann im Endeffekt irgendwann gestorben und das war dann egal, aber. Okay, jetzt kommt das nächste Gas. Ja, erstmal kommt das Gas ja, ne? Also. Ja. Könnten wir gerade noch so drinnen liegen? Ja. In dem liegen wir auf jeden Fall noch. Das ist dann die Frage, wo ist die nächste Zone? Da ist einer gestorben, yeah. Ja. Zwei sind krepiert in der Zwischenzeit. Mhm. Top 30 sind wir schon. Ich bin in Top 5 mit 4 Mann. Das war cool. Ich will Top 4 mit 4 Mann. Ja, aber es gibt halt die Top 5 erst als nächstes. So, 30 Sekunden bis zum Giftgas. Ich steig nochmal aus. So eine Kugel einfangen. Nein. Oh, mein Bildschirm ist... Nein, doch nicht. Ah, Mensch, fresh. Was denn? Der flippt. Ja, der frisst uns die ganze... Gar nicht draußen. Was für eine Tarnung gefressen? Aber ich hab nichts gefressen, ich hab nichts gefressen. Oh, irgendjemand hat die Tarnung weggefressen. Hier. Ich nicht. Inventar, wer Blackberries oh shit, ja, ich war's. Oh, der Ösi schon wieder. Pflanzt die wieder hin. Oh. Super, die ganze Seite hier offen jetzt. Die ganze Flanke. Das tut mir so leid. Kann man nur hoffen, dass es schnell genug wieder nachwächst. Die Nordostflanke hat er aufgerissen. Gut, dass da Gas ist. Ja, die Österreicher waren noch nie gut in Kriegstaktiken. Ne? Ja, stimmt. Vor allem der eine. Sonst würde Deutschland immer noch regieren. Ne? Ja, wobei Österreich, glaube ich, wie heißt das? Verneint ja, dass der Kerl von dort stammt. Ja? Ja. Echt? Oh, ja, oder? Braunau, glaube ich, liegt doch, wenn es darum geht, ja, nicht ja, in Braunau, Österreich. Braunau ist in Österreich. Ja, aber die Österreicher sagen immer, wenn es um den geht... Ziemlich einer der nördlichsten Städte. Ja, wenn es um den geht, will den gar keiner haben. Ja, stimmt, glaube ich, ja. Das Gas kommt. Jetzt kommt. Guck, siehst du, ist immer noch drin. Wo ist das jetzt? Immer noch drin. Ha, immer noch. Das passt perfekt. Ja perfekt. Perfekt. Da muss ich jetzt auch mal aussteigen kurz. Warum? Mal kurz Füße vertreten. Ich bin der Einzige, der noch keinen Schritt getan hat. Das Auto wackelt. Ja, Bayer hat sich reingesetzt, was erwartest du? Ja, ey, müsst überlegen, da sitzen zwei dicke Teddybären und zwei so magersüchtige jetzt im Auto. Man merkt, dass du mich noch nie gesehen hast. Ja, bist du ein Teddybär? Ja, noch nicht ganz Teddy, aber ich bin schon so quasi der süße Stoffhund, weißt du, ein bisschen dicker. Ach so. Ja, sag mal deine Maße. Der Waschbär. Meine Maße? Ja. 90, 60, 90. Hat einer geschossen? Das kommt glaube ich aus dem Gas raus. Ja, aus Gasrichtung auf jeden Fall. Ja, ich würde sagen hinter uns. Ja, genau, hinter uns. Aber die müssen wir auf jeden Fall sehen, denn die müssen durchs Wasser. Aber die geben sich's richtig. Ja, ja. Ich glaube,
Ja. Zwei. Ja, ich glaube ja fast. Der wurde sogar zweimal getötet. Was wurde? Es ist nochmal geschossen worden. Also die Text bei mir in der Textmeldung, die Textmeldungen werden bei mir unten zweimal angezeigt. Ja, bei mir auch. Mhm. Ja. Aber immer nur diese Kill-Meldung, komisch. Ja. Mhm. Es war aber hinter uns. Ich vermute, dass der hinter uns irgendwo links am Berg oben sitzt. Oder irgendwo auf der linken Seite. Ist noch einer tot. Nice. The Prince of Bel Air. Das sind zwei Princes, ne? Ja. Ja, Fresh, ich meine jetzt mit Maße, Größe und Gewicht. Größe und Gewicht 1,74 und 80, beziehungsweise 82 manchmal, je nachdem. Ja, okay, es geht, oh, dann hast du. Okay, dann bin ich das Leichtgewicht bei uns, weil ich bin gleich groß, aber 64. Ja, oh. Doch, so ein Spargeltatzer. Dann hast du sogar ganz minimal Untergewicht. 66,6 ist so? Perfekt für unsere Größe. Mhm. Also bei mir ist es so 1,71 und glaube so um die 92 bis 95. Alles Muskeln ist klar. So langsam müsste der da geschossen hat, sich ja mal bewegen. Ja. Ja, wobei, da sitzt der in der Safe Zone auch, genau wie wir. Dann glaube ich, dass er da oben in den Büschen sitzt, hinten an dieser kleinen. Kann das sein? Oder das waren zwei, die sowieso nicht mehr rausgekommen wären, und der eine ist jetzt der später dann 10 Sekunden später verreckt ist. Nee, weil er von TT Voice ist. Das passt nicht. Also, der eine war ja dieser. Ja, stimmt, ich sehe es gerade. Unser Auto rutscht. Ja, ist mir auch schon aufgefallen. Also der ist definitiv hier irgendwo links von uns. Ich denke, wenn du jetzt, wenn du auf der rechten Seite, da wo es abschüssig runtergeht zum Wasser. Ja, da vermute ich, dass der irgendwo da sitzt in dem Bereich. In den Büschen oder so, ja. Und der andere hat sich durchs Wasser kämpfen müssen, mit Sicherheit. Ja. Jetzt kommt neues Gas erstmal. Aber dass er das Auto bis jetzt noch nicht gesehen hat. Ja, wenn der hinter dem... Ah, da oben rennt einer. Wo? Da oben, am Berg, rechts. Nicht gesehen. Doch, jetzt sehe ich ihn. Jetzt hat er das Auto gesehen. Ja. Zwei! Nein. Achtung, die zielen, glaube ich, auf uns, oder? Seht ihr ehrlich gesagt immer noch nicht. Oh ja, die sind dahin. Genau rechts von uns. Dahin. Ja, die zielen. Ja, der eine hockt sich ab. Gib Gas! Wow! Hier kannst du eigentlich ein Stück runterfahren, da unten an die Bäume oder so. Links, meine ich. Das ist hier blöd, ich will. Ja, genau. Oder. Oder geradeaus bei den Bäumen. Hier irgendwo, ja, da vorne. Weil wenn die ja, jetzt dazu, einfach so. Genau. Bitte, ja, jetzt, genau hier. Weil wenn die nämlich einfach so hervorkommen, dann knallen die uns gleich ab. Aber wir müssen jetzt noch ein Stück. Guck mal auf die Safe Map. Wo ist denn die? Ja, komm, gib mal Gas. Richtung West-Osten. Wir müssen nochmal durchs Wasser durch, so nach dem Motto. Nee, am Wasser entlang. Genau, jetzt einfach geradeaus. Ja, genau. Und dann kannst du ruhig bis zur Grenze fahren eigentlich. Stopp, vor uns links läuft einer. Wo? Ah, der ist jetzt gerade. Ja, der ist hinterm Berg, ist er dahinter. Ja. Die Flugzeuge. Solange die nichts auf uns abwerfen, ist alles gut. Aber hier ist eigentlich recht gut, oder? Der ist da hinten immer noch. Ja, du fährst genau auf. Fahr rechts in die Büsche rein. Rechts in diese hohen. Du fährst genau in seine Richtung. Ja. Hier. Genau, bleib mal hier. Na, das Blöde ist, dass man hier nicht so gut sieht. Richtig. Wir sind aber immer noch E7, gell? Ja, aber wir sind genau an der Grenze, oder? Nee, wir müssen weiter, glaube ich, ja, oder? Wir müssen noch, fahren wir noch ein Stück. Es ist so unübersichtlich. Wir müssen noch weiter reinfahren, oder? Nach Osten. Links, Osten. Genau. Das war irgendwas. Genau, bleib hier bei den Büschen stehen, dort. F7 sind wir. Ja, hier ist eigentlich okay. Warte, ich guck mal auf die Map. Oh, jetzt steht da gerade diese Zahl. EF. Doch, F7 passt genau, ja. Also das geht eigentlich, aber schaut euch unbedingt um. Das Einzige, wo ich jetzt nicht sehe, ist so wirklich den Berg auf der linken Seite runter. Ja, da sehe ich auch nichts. Da sehe ich einigermaßen okay hin. Also ich sehe jetzt auch nicht alles vom Berg, aber ein bisschen. Aber wenn Alfie da guckt, dann...
meine, ich könnte aussteigen und ein bisschen. Ne, bleib mal einfach sitzen, weil lieber fahre ich dann ein Stück vor, wenn es wirklich ist. Und sitzen hast du immer noch, du hast quasi dann 200 HP. 100 vom Auto und 100 von dir selbst. Aber sollte man nicht mal generell kurz aussteigen, die sitzen? Ich habe keine Probleme mit euch im Bildschirm, also. Sitzt ja. Wieder drin! Er hat die Deckung mitgenommen. Ja, das will ich schon wieder. Wir hatten die Deckung schon wieder mitgenommen. Alles einverleiben, ne? Ja, hier kannst. Wo willst du jetzt? Oh! Oh! Einen hast du, glaube ich. Wow! Bleib sitzen, 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 bleib sitzen. Sitzen, 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 sitzen. Roll halt um, du scheiß Karre. Oh, sitzen, sitzen, sitzen. Oh, jetzt können wir raussteigen eigentlich. Seid ihr alle da? Ja. Oh, da schießt einer auf mich. Wo bist du? Das war das Auto. Bist du schon vorher ausgestiegen, Alex? Ja. Okay. Wo wollten wir hin? Wo seid ihr denn jetzt? Da unten? Oder was? Wer läuft da hinten am Stein lang? Das bin ich. Ich auch. Oh, die schießen auf dich, ja. Jo. Die sind alle hier hinten, ja. Ja, komm hinter. Hinter Baum. So, jetzt bist du bei uns, ja. Jo. Ich bin hinterm Stein. Ich komme hier hinter den nächsten Baum, damit ich nicht hinter demselben Baum bin. Jetzt muss schauen, ob die von da oben runterkommen. Einer ist ja tot, einen habe ich erwischt. Hast du den überfahren, oder? Ja. Habe ich gar nicht mitbekommen. Wir waren zu zweit. War so fixiert auf das Wegrennen. Aber die schießen da oben sich gegenseitig. Ja, aber die haben auch gerade auf mich geschossen. Ich habe die Einschläge bei mir gehört. Die Frage ist, sind wir hier safe, wo wir gerade sind? Ganz überhaupt? Knapp könnten wir safe das sein, ja. Ich glaube schon. Nee, bei I4 kommt das Gas jetzt gerade. Ah, gut, wir sind gerade safe. Ist aber neue Safe Zone. Jetzt sind wir nicht mehr safe. Wir müssen jetzt nach Osten auf jeden Fall. Nach Norden, oder? Nordosten. Oder? Nur Osten. Osten, ja. Osten, Osten, ja. Wir sind ja ziemlich beim Wasser. Ja. Das heißt, wir laufen los eigentlich geht's. Hier die ganze Zeit jetzt entlang, bis wir bei der oberen Spitze sind. Also hier können wir auf jeden Fall laufen. Seid ihr hinter mir? Ja. Ja, famous last words. Nee, die famous last words wären, hier können wir gebt ihr mir Rückendeckung? Was meinst du? Die letzten Worte wären gewesen, gebt ihr mir Rückendeckung. 15, ne? Kommen noch zwei Ballert Tote, hier? Dann sind wir auf jeden Fall einer von uns Top 10. Wir sind F7 jetzt. Ja, das. Das passt eigentlich. Wir müssen uns nur irgendwo sichern. Wenn wir noch ein bisschen weiter gerade rennen, könnten wir genau an der Grenze bleiben. Hier direkt am Gas irgendwo. Ja. Hier so. Ich glaube, bei dem Baum dort. Ja. In den Büschen, keine Ahnung. Wohin rennst du jetzt noch da hinten? Wer rennt da noch? Hier. Ich bin hier. Oder hinten beim. Oh, da ist Gas. Oder wir rennen bis zum Schatten beim Gas. Dort hinten. Da hinten meinst du? Bei den Büschen hinten. Können wir probieren, aber. Ja, da hätten wir zumindest mehr Deckung, oder? Du meinst links, oder? Ja, ja. Ach, ihr lauft ja schon. Ja, sicher laufen die schon. Wir sind Männer der Taten und nicht Männer der Worte. Hier so, ne? Ja. 14, ne? Oh, einer noch, dann sind wir auf jeden Fall Top 10. Einer von uns. Schlimme ist, dass du halt so gar nichts siehst, gell? Ja, ist ja egal. Solange die uns auch nicht sehen. Ein First Sollten wir uns nicht vielleicht ein bisschen aufteilen, dass vielleicht einer woanders. Ah, da hinten kommen welche. Ja. Von links. Links unten, siehst du ihn? Ich hab ihn gesehen. Hinter dem Baum. Wie viele? Einer. Den hab ich jetzt gesehen. Er sitzt da links unten hinter dem Baum. Ich bin tot. Warum sterbe ich immer? Wer schießt dir mit der Schrot? Ich. Ist ich der Tod da unten hinter dem Baum? Nee. Ich hab ihn aber auf jeden Fall gut angezeckt. Ich auch, ich blute, ich hab nur 30%. Halt dich hoch. Oh! Jemand schießt auf mich. Duckt sich auf jeden Fall.
Drei sind von uns noch am Leben, ne? Einer von uns ist auf jeden Fall Top 10. Ja, ich bin's natürlich nicht. Ja, das geht sich schon aus, Alex. Ja, das geht sich immer aus. Ich möchte auch gerne mal unter den Top 10 kommen. Hattest du echt habt ihr den im Blick? Jetzt kommt er raus, er kommt raus. Ich sehe den gar nicht, aber... Unten an dem Baum, ganz unten am Grün. Dann zieh dich zumindest in die Richtung. Ich sehe da zwar noch nichts, aber... Gibt's schon neue Safe? Nee, noch nicht. Was waren seine letzten Worte? Ich sehe da gar nichts. Am Baum, direkt am Gas. Ja, chill halt. Ich bin hier am Liegen noch, wo ich vorher auch lag, im Busch. Ja, im Liegen siehst du ja auch nichts. Das ist ja das Problem. Kommt er wieder raus? Schieß halt auf ihn, wenn du ihn siehst. Ja, geht nicht. Ich muss mich schauen, dass ich mich irgendwie heil. Ja, außerdem hat er auch nicht mehr so viel. 19%. Und so viel Munition hat er auch nicht mehr. Neue Safe? Oh fuck, wir müssen komplett nach Osten. Mhm, aber warten wir noch. Wir haben noch Zeit. Es ist jetzt kommt so, er raus. Läuft da hinten den Berg hoch. Ah, ich bin tot. Ich hatte mit einem Schuss erledigt, klar. Bloß so 10% gehabt hab. Eifel, renn mal raus. Warte, ich liege noch. Nein, nein. Ja, jetzt Top kann man rennen, Eifel, komm. Bei drei. Na, warte. Was? Ich heil mich noch hoch. Ich gehe meine rauchen. Ja, aber jetzt haben wir haben noch Zeit. Das ist ja erst in 3 Minuten. Wo bist du überhaupt, Eifel? Ich bin beim Baum rechts von dir. Genau rechts von dir. Was. Ja, schönen guten schönen Abend noch. Ich auch. Direkt vor dir. Ciao. Ciao. So, und ich bin jetzt eine Rauchen. Da vorne ist Loot gedroppt. Vielleicht ist das unsere Chance, hier wegzukommen. Wo? Wo ist Loot? Hinterm Baum. Hinter uns oder was? Ja, ja. Ah, ja. Da vorne. Komm, wir rennen jetzt zur Seite. Warte, jetzt. Einmal. Neun noch, komm. So, okay, ja, wenn du willst. Bist du hinter mir? Ja. Immer am Gas entlang und dann gucken wir mal, wie weit wir kommen. Hier schießt ein Grinder? Hinterm Baum oder so? Wo ist der? Sieben noch? Lebst du noch? Ja. Der war hier irgendwo, aber ich habe ihn nicht gesehen. Hab ihn nur gehört. Sechs noch? Was, wie die fallen wie Fliegen, ne? Ich glaube, hier oben sind wir safe einigermaßen. Oder? Was meinst du? Ich bin mir nicht sicher. Oder noch ein Stück höher. Gehen wir einfach mal noch ein Stück höher. Hier oben hinter Ich weiß auch nicht, wo der ist. Ich weiß jetzt keine Ahnung, wo du bist. Ich bin einfach den Berg hoch, am Dings entlang. Am Gas entlang. Weißt du? Hä? Siehst du da mich irgendwo? Ich bin jetzt auch noch immer beim Gas. Und du? Noch ziemlich weit unten, glaube ich. Da hinten läufst du, ja. Ah, okay, ich sehe dich. Oh, da oben schießt schon wieder jemand. Sonst leg dich oben hin. Oh fuck, ich bin tot. War oben jemand? Ja, oben ist jemand. Bleib einfach unten. Und hoff, dass das Gas dich nicht holt. Eieiei. Schade. Alex noch da? Ist rauchen. Ach, rauchen. Oh, 10 Sekunden werden wir gleich sehen. Ja, wenn nicht, halt nicht, ja, aber meine Güte. Wie sagt man so schön, das geht sich schon aus. Sechster bin ich geworden, also bist du mindestens Fünfter. Also Gas kommt, aber ich bin, glaube ich, safe. Nee, hoffen wir es für dich. Wow! Bist du tot? Nö. Aber fast. Ha
Sechster geworden, Alex. Lebt ihr noch oder seid ihr schon tot? I4 lebt noch. Gut. Kann ich ja mal eben kurz was bei Twitter gucken. Ich bin auch gerade alles am... Oh, zwei sind da. Zwei sind unten. Fuck, die spielen im Team. Ja. Tot? Nö, noch nicht. Ich glaube, die sind genau in der Safe Zone und ich nicht. Wie viele noch, Eifel? Eifel top konzentriert. Jo. Oder er ist tot. Im echten Leben. Ja, tot. Oh Mann. Wie viel bist du so geworden? Knapp. Vierter. Ah, ärgerlich. Ah. Mich würde das richtig abfucken, würde ich Vierter. Ja, es geht. Das ist noch schlimmer als Elfter zu werden. Aber ich glaube, es ist aus. Was ist aus? Oder? Nö. Oh ja, ich glaube, es ist aus. Weil alle reden nur noch Müll. Okay. Nö, Blödsinn. Ich glaube, jetzt ist... Ja, wurscht. Passt. Also ich glaube, eines mache ich noch. Eines. Ja, machen wir noch eins. Ja, zähl runter, Alex. Ja, ich muss erstmal eben nochmal in die Settings rein. Derzeit hätte ich zwei gespielt. Ach, halt die Klappe. So, 3, 2, 1, go. Ja, bin drin. Ich auch. Wo stehe ich denn? Ich stehe auf dem Schild. Hier an der Brücke, direkt neben der Brücke, links. Auf dem Schild stehe ich. Nice, oder? Hier oben kann man kein Placement machen, das ist kacke. Wo stehst du? Auf dem Schild, neben der Brücke, links. Ach da. Ich zieh mich gerade aus. Geht los. Hey, jetzt geht's schon los? Ja. Hab ich voll verpeilt, ey. D6 bin ich. Es war dieses Mal wirklich schnell, ja? Ja. H4.
Ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Hä? Ich bin... Geht meine Maus nicht? E5, du musst Escape drücken. Drück mal Escape zu. Ich bin jetzt E6. Ich steuere wieder auf diese kleine Siedlung zu. Oder nehme ich die scheiß Wohnwagen da, die zwei Stück. Ich probiere zu diesen zwei Wohnwagen direkt an der Straße zu kommen. Ja, ich auch gerade. Oh, dann bist du bestimmt schneller. Mach voll den Sinkflug darauf. Bin unten. Bin auch unten. Ah, bist gelandet. Warte. Nimm nicht alles auf. Bin auch unten. M19. Und Helm. Geh hier rein. Oh, komm schon gut drauf. Ich hab auch einen Helm. Ich geh in den anderen Wohnwagen rein. Ich guck auf vor der Tür. Ah, bin schon drin. Hier ist ein Rucksack, ne? Hab ich. Molotov-Cocktail liegt hier. Nimm mit. Hab ich. Schmeiß mal hier meine anderen Sachen noch weg. Ja, aber keine Munition habe ich. Lass uns da hinten zu den. Lass uns zu den anderen Wohnwagen da hinten rüberlaufen. Manchmal ist da einer, müssen wir aufpassen. Mhm. Ja, yeah, Top 100 gleich. Wo bist du an? Hier hinter. Hinter mir. Ich hab jetzt auch einen blauen Helm auf. Top 100. Eifel lebt auch noch? Jo, ich bin noch da, ja. Wo bist du? Weiß nicht, was das ist, was steht? Diese komischen Trassen da. So. Wo noch nichts gebaut ist. Ach da, ja, da fast J irgendwas, ne? Mhm. Also H4 ist... Siehst du schon, ob da die Türen auf sind? Nee, aber da schießen welche in Richtung irgendwo. Ja. Ist, glaube ich, sogar bei dem Wohnwagen. Kann sein. Nee, ja. Da hinten schießen die, da hinten links. Da läuft einer links. Ja, ich sehe ihn, aber ich kann nichts machen. Auch nicht. Also von hier nicht. Ich habe zwar Moon, aber... Ich habe keine Moon. Dann musst du mir Deckung geben, aber die waren da, glaube ich, schon. Da liegt nichts mehr auf den Tischen. Die waren hier auf jeden Fall. Die schießen hier auch. Ich bin im Wohnwagen. Mach mal die Tür zu. Gehst du in den anderen gerade? Ja. Ist da noch was drin? Nee, ne? Oh! Fuck, ich bin gleich tot. Tot? Nee. Typical Shime bist du nicht, oder? Nee. Ganya Farmer? Nee. GPS? Nee. Ah, nackt und freudig ist tot. Machen wir schon mal schnell hier Bandagen. Wie Alex da drüben hockt, ich könnte dich so durchs Fenster abknallen. Jetzt nicht mehr. Hast du dir einen Pfeil und Bogen da dran gebastelt oder was? Nein, der lag hier drinne. Und mit zwei Paketen Pfeilen. Ja. Ist besser als gar nichts. Besser als eine Pistole ohne Munition. Ich seh dich. Ja? Mhm. Du guckst mit. Guckst direkt aus der Tür beim Fenster raus. Guckst du mit T oder was, dass du das sehen kannst? Ja, ich spiele ja nicht in der Ich-Perspektive, ich spiele ja Third Person. Jetzt siehst du mich nicht mehr. Nee. Jetzt wieder. Jetzt nicht mehr. Jetzt wieder. Jetzt nicht mehr. Jetzt wieder. Die Frage ist, haben die beiden Schießwütigen uns gesehen oder haben sie uns nicht gesehen? Haben die nicht. Sicher? Ja, eigentlich können wir weiterlaufen, aber ich weiß auch gar nicht, wohin gerade. Ja, ist nur am Haus waren schon wir laufen weiter, sobald die erste Markierung kommt. Ja, genau. Außer die ist genau hier. Ja, die Markierung wird bestimmt wieder beim Funkturm da hinten hingehen. Weiß ich nicht. Das war jetzt die letzten zwei oder drei Spiele schon. Ja, aber man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Ja. Von wegen Vegetarier. Diese Kuh frisst Schafe.
Rate, welcher Nachrichtensender das ist. Warte mal, Bild macht, hat eine, Bild ist noch nicht im Fernsehen, oder? Ja, ja, nicht Nachrichtensender, sondern du hattest aber recht. Hier läuft jemand, oder? Hast du den auch gehört? Ich habe einen Bogen gespannt. Ja, sobald die Tür auf ist, ist der tot. Also ich habe hier nichts gehört von wegen Laufen. Du sollst dich schon wieder durch die Tür gucken. Ja, ich guck halt, ob der hier ist. Das höre ich gerade, wie du da im Wohnwagen rumläufst. Das höre ich. Aber Bild hat es geschrieben. Wir müssen uns langsam bewegen. Hä? Wir müssen uns bewegen. Wir sind F5, glaube ich, oder? Oh, ja. Ja. Dann gehen wir oberhalb nach Norden, Nordosten, Nordwesten, oder? Ja, Nordwesten müssen wir. Bist du raus? Jetzt gleich. Ich nehme noch das T-Shirt hier mit. Und die Mütze. Mach das, komm. Und hier den besseren Helm. Wieso einen besseren Helm? Ja, weil der auch die Fresse schützt. Welchen hast du denn da jetzt? Motorradhelm habe ich mir mitgenommen. Achso. Ich setze ihn nochmal ein. Da hinten ist ein Haus. Ja, aber das ist auf jeden Fall schon gelootet. Sicher? Ja, ja. Da unten ist Nordosten ein bisschen, ne? Nordwesten. Mal. Nordwesten laufe ich ja schon. Da unten sind auch Wohnwagen und allem drum und dran an der Brücke. Einer aber nur. Ah, der ist schon offen, so wie es aussieht. Ja, vom Weiten sieht das fast immer so aus. Leider schon offen. Ja, irgendwohin muss der eine Typ doch gelaufen sein. Ja, ja. Aber kann natürlich auch sein, dass der nicht in die Richtung gelaufen ist, sondern in die andere Richtung. Kann sein, ne? Nee, ist offen. Ja? Mhm. Dann war der hier. Oder ein anderer halt. Kann ja auch sein. Ja, ich geh nochmal gucken. Bleib lieber draußen. Bam, bam, bam. Liegt auf jeden Fall noch eine Knarre drin. Aber ohne Mund, ne? Ja, und Pfeil, und Bogen und Pfeil liegt noch drin. Ja. Bist denn du jetzt hingelaufen? Hier hinten. Ach, da. Bist du auch gehüpft oder was? Nein, normal. Du warst nicht wirklich schneller. Nee. Das wollte ich testen eigentlich. Kaputtes Auto. Ich dachte gerade kurz so wie so eine Fata Morgana. Warte, ich laufe mal eben hier hinten rüber. Da hinten kommt Loot runter. Ich meine, das schaffen wir nicht dahin. Und das wäre auch dumm, wenn wir dahin laufen würden. Zumindest in die Richtung laufen wir ja eh. Ja, hier ist auch nix. Wo bist du jetzt? Ich bin rübergelaufen zum Campfire. Im Auto bin ich gerade. Ja, ich warte, ich komme eben zum Auto hin. Seh dich immer noch nicht. Ich komme von rechts. Warte, ja. Habe ich da gerade Schüsse gehört? Also, ich habe keine gehört. Wir sind jetzt E5. Da hinten ist das Dorf links. Ja, wir sind auf jeden Fall schon in der Safe Zone drin, ne? Ja, ja. Ah, hier ist noch zu frei für meine Begriffe. Wo bist du denn? Einfach hoch hier. Hier oben. Ach, da bist du. Hier ist halt noch viel zu frei eigentlich, ne? Ja. So. Deswegen, ich würde hier lieber irgendwo in der Senke laufen, weil wenn du oben auf einer Hügelkuppe läufst, bist du gut sichtbar für jeden. Nee, sobald wir den ersten Gegner sehen, bin ich tot. Wieso, du hast doch Munition. Ja, 7 Schuss. Ja, reicht doch. Ja, wenn man die trifft. Ja, wenn du die triffst. Da hinten fährt ein Auto. Ja, das qualmt auch schon. Ja, der kommt gleich wieder. Pass auf. Halt es auf jeden Fall im Auge. Der hat uns, glaube ich, noch gar nicht gesehen. Doch. Der bleibt da stehen. Ja, der ist ausgestiegen, glaube ich. Nee, auf du. Noch nicht. Doch. Ah, fuck, ich bin tot. Mit seinem Bogen. Ich weiß gar nicht, habe ich ihn getroffen? Keine Ahnung, ich habe es nicht gesehen.
Das war scheiße. Bist du auch tot? Ja, sicher bin ich tot. Also, hallo Sunny. Hallo Sunny. So, was ist mit Fred? Ich glaube, ich bin dann heute mal raus. Ach, du bist raus? Wir sind jetzt auch gerade tot, sonst hätten wir noch eine Runde gemacht. Eine schnelle Runde geht noch hin. Ja, eine können wir noch machen. Muss nur im Settings wieder einstellen, weil ich auf dem Desktop bin. Ja. Dann muss ich nochmal schnell starten. Hast schon beendet? Eine geht noch. Ja, eine geht noch. Wie würden die Ösis sagen, das geht sich schon aus. Ja, das geht sich aus. Wie immer. Alles geht sich aus. Besonders ihr seid doch die Erfinder von Red Bull. Da müsst ihr doch immer wach sein eigentlich. Ja. Brauchst du gar keinen Schlaf heute. Kannst du Nacht durchzocken. Sunny, das Problem ist, diese sexy Unterhosen, die hat jeder da an. Ja, aber bei uns ist nicht so eine Kotrinne hinten. Biene Maya-Look meinst du, oder wie? So, Fresh, jetzt zählst du mal runter. Oh, aber warte erst, bis Eifi dran ist. Ja, geht schon. Kannst du schon? Jo. Bist schon ready? Weil steht bei dir gar nicht H1Z1 Menü. Alles klar, dann 3, 2, 1, go! Go! Drinne! Eieieiei. Wie man hier einfach schon wieder übergefahren wird. So weit bin ich noch gar nicht. So, ich bin auch soweit. Ich habe nur meine sexy Sneakers an. Ja, ich zieh mich gleich aus. Ich zieh mich jetzt auch aus. Wir haben nur noch 30 Sekunden. Zieh dich aus. Wo seid ihr denn? Auf der Brücke. Ich stehe irgendwo. Oh, hier laufen noch ein paar mehr Nackte rum. Komm, schnell noch die Flare Place, ne, damit ich das gleich nicht muss. Komm, drück du. Jawohl. Oh, wie mein Fallschirm einfach leer ist. Nice. Ich find's dennoch so geil, trotz Delay sehe ich dich schneller drinnen sein als ich selber. Na. Ich bin D irgendwas. F8. D6 bin ich. F8. Bin ich. Ich probiere den Pickup zu holen. Wie mein Fallschirm immer noch leer ist, ey. Immer noch? Ja, mein Charakter ist immer noch nicht sichtbar. Ah! Bin eh gleich tot. Das wäre lustig. Ach, scheiße, jetzt bin ich direkt auf einem Dach oben. Was ist denn das für ein Blödsinn? Wo bist du? Cranberry, glaube ich. Kann dich abholen, komm. Oder? Warte mal. H7, ja. Ich bin F8. Mir läuft schon einer hinterher, aber der sieht mich, hier hat keine Waffe oder so. Naja, bei mir auch einer. Hier ist ja alles verriegelt. Geh mal aus Cranberry schon raus, geh mal schon Richtung Straße. Fuck, da ist eine Tür offen. Geh mal schon Richtung Straße. Welche Straße? Ja, diese Mittelstraße. Probier mal in die Richtung zumindest zu gehen. Mittelstraße. Du weißt, welche ich meine. In the middle of the street. Ah. Er ist voll dagegen gefahren, weil er auch nur auf mich geguckt hat. Idiot. Die schießen hier schon wie verrückt. Wie ich hier einfach das Problem habe, dass hier nur Pistolen rumliegen. Er ist schon wieder voll gegen die Bande gefahren. Was ein Idiot er bitte ist, ey. Bei mir sind auch lauter Idioten. Einer hat mich mit einer Knarre verfolgt, dann kam von woanders eine Stimme und ist schon wieder abgezogen und
die schießen sich jetzt gegenseitig ab. Vor. Obwohl ich eigentlich ich das leichteste Opfer wäre. Ich habe im Moment keine Ahnung, wo ich jetzt in Cranberry bin. Irgendwo bei diesen Backsteinhäusern. Ja, auf einer Straße bin ich. Ja, wenigstens schon unter den Top 90. Ich glaube, ich bin auf der richtigen. Ja, müsste die richtige sein. Also die Richtung Norden. Ich bin jetzt E9. Oder welche Straße meinst du? Netterweise für mich zwei Bandagen gedorft. Ha? Welche Straße meinst du jetzt, Frisch? Diese Querstraße, die einmal komplett quer führt. Nach Norden oder die östlich? Die von Osten nach Westen. Wo bist denn du gerade? Hier gegen Cranberry, oder was? Wenn du von Cranberry hochgehst, die Straße. Ja? Achso, dort, ne, ich bin noch in Cranberry. Ja, probier zumindest mal ein bisschen hochzugehen, dass du ein bisschen rauskommst. Dort quasi, da laufe ich dann dort vorbei, wo die Nacken... Hat sich ja doch gelohnt, den zu erschießen. Was hast denn du jetzt? Ein Rucksack. Hatte ich vorher nicht. Ich habe zwei Bandagen mehr, weil da irgendwo ein Looter kommt. Ich habe eine Unterhose. Notfalls muss die herhalten. Schmeiß den Gegner um den Kopf, ey. Fletch, so richtig flattern, ne? Hi, man. How are you? Can I have your phone number, please? I love you. Currywurst-Kalle haut hier einen raus, ey. Aber wenigstens habe ich ein Medikit. E9. Alter, ich bin ja am Arsch der... Perfekt, eine AR-15. Muss ich nach Osten laufen? Hä? Dann war das deine Fantasie. Das war ein Geist. Aber da war ich doch schon. Bin sowieso am Arsch der Welt, ey. Was hast du gerade gesagt? Ob René schon leicht die Straße hoch ist. Was? Ich höre ein Auto. Du das? Nee, ich glaube nicht. Okay. Wo bist denn du? Genau, hier fährt gerade irgendein Auto. Ist es gerade gegen einen Laternenmast gefahren? Ich weiß nicht. Nö, aber es war auch. Ein Jeep. Ich rauch noch nicht. Nee, ich hab keinen Jeep und ich rauch nicht. Wo bist denn du gerade, René? Der kann nicht Auto fahren, der fährt überall dagegen. Wo bist denn du gerade, René? In Cranberry. Ja, geh mal hoch aus Cranberry. Nach oben, ne? Norden. Oh, da fahren zwei. Nein, Sunny, wir spielen auch normal. Gelegentlich. Norden, wie gesagt, ne? Ein lauter Verrückter hier. Ja, Norden, ne? Ja. Wie lange brauchst du, um da rauszukommen? So, ich bin jetzt gerade draußen. Gut. Lauf immer geradeaus, die Straße entlang. War das jetzt diese blöde Hütte, wo ich schon einmal war eben gerade? Weiß ich nicht, welche Hütte das war. Nee, die ist noch original zu, so wie das aussieht. Ja, Strike, eine Schrote. Schade, da unten war schon eine. Heute zu dem Wurmwagen, wo Alex letztes Mal erschossen wurde, als wir von den Nacken angefallen wurden. Ah, da war schon jemand. Hörst du schon ein Auto? Ja. Stopp, ich bin da mit dem Helm. Ja. Aber, lass uns umdrehen, weil dort wird geschossen. Klar. Ich wollte mal nach Babas Truckstop einmal fahren. Na? Komm rein. So, passt. Gay Fart Balls. Oh, verdammt. Der wieder da ist, der Motherfucker James. Ja, der ist auch wieder da. Bei Ebola-Epidemic ist er gekillt worden. Hackfleischfresser hat auch einen gekillt. Bin ja wirklich am Arsch hier. Aber die Namen sind einfach göttlich immer. Ich bin jetzt F8. F8 könntest du aber noch schaffen, wenn du die ganze Zeit läufst. Dieser Briggs bringt aber ordentlich viele Leute um. Zumindest hat er jetzt mal zwei hintereinander gekillt. Und gleich ist er bestimmt selber tot. Weiß man nicht. 3 Minuten hast du. Ach, das geht sich aus. Stimmt, er ist tot.
Der ist echt tot, ja. Das ist dieser Domino-Effekt. Der wollte wahrscheinlich bestimmt die Leichen looten und ist beim Looten erschossen worden. Ja. Ja, die geben sich aber im Moment richtig was, ey. Ja, ja. Ja, geht ordentlich ab, ne? 46. Irgendwie bin ich besoffen, merkt man das? Nö, du wärmst nur die Reifen auf, wie bei der Formel 1. Die ist auch schon auf, dann haben die auch die Autos hier schon geklaut. Fuck. Ah, ja, wer weiß. Vielleicht war noch, aber auch noch mit drin. Ich vielleicht waren noch Neulinge da. Glaube ich nicht. Guck, Autos sind weg. Ich wusste es. Ich wusste. Oder es hat sich jemand einen Spaß erlaubt und hat von irgendwo die Sparkplugs rausgenommen und der Sprit ist noch da. Da ist wirklich nichts mehr. Das hätten wir. Wirklich nichts mehr da. Guck mal in Lamp rein. Was, wir sind auf jeden Fall Safe Zone. Das ist schön, ich noch nicht. Ranchito Taquito. Na, ich würde da jetzt noch nicht, also gleich. Oder wir holen jetzt mal Alex. Ist glaube ich unsicher. Bin jetzt G8. Da musst du auf jeden Fall nach Norden. Echt? Wäre ich gar nicht drauf gekommen. Ich würde auch erstmal nur nach Norden laufen. Ja, aber es geht sich aus. G7. Steht da hinten ein Auto? Es sieht, glaube ich, nur so aus. Das hoffe ich, Sunny, das hoffe ich. Was, Sunny? Achso, ich dachte jetzt, hier gibt es doch gar keine Sanität. Ja, das packst du locker. Ja, sein, mich überfährt jetzt einer mit dem Auto oder knallt mich ab? Ich dachte erst, hier steht eine Base mit diesen Gerüste. Ja, da war schon einer, das. Oder. Ich guck mal. Ist da doch keiner mehr drin? Ich meine, du kannst doch, wenn du willst, kannst du hier looten und ich passe im Auto auf. Naja, wenn da keine Autos sind, ich will nur Autos. Achso. Waffen brauche ich nicht, ich treffe eh nicht. Ja, hier oben könnte man zumindest gleich mal kurz gucken. Haha. Was ist los? Ein Medikit gefunden. Nice. Ah, du solltest auf jeden Fall Gas geben, ne? Ja. Mit dem Medikit überlebe ich sogar noch ein bisschen jetzt Gas. Ich nur noch 34, ja. Obwohl gerade mal das erste Gas kommt. Das ist heftig, ja? Total. In das nächste gehe ich, glaube ich, hier in diesen. Hier gehe ich mal rein. Da hätten wir dann eigentlich wirklich gut Chancen, Top 10 zu kommen. Rucksack. Jetzt bin ich F8. Rotflinte, nice. F8. Aber das ist noch schlechter eigentlich als Norden G8. Auf jeden Fall. Ja, G8, ich muss wieder nach Nordosten laufen. Jetzt bin ich F7. Ja, passt. Schon besser. Und jetzt noch nordöstlich laufen, dann passt das. Ja. Also hinter ich hab Berg eigentlich. Ja, ich laufe gerade am Berg hinten. Das geht sich aus. Ja, locker. Ranchito Taquito könnten wir. Ja, ich fahr gerade in die Richtung auf jeden Fall. Wobei Ranchito auch fast raus ist, ne? Ja. Hackfleischfresser hat wieder zugeschlagen und hat den anderen Hackfleischfresser getötet. Ja. Ich glaube, die haben jetzt Beef, ey. Eine Hütte. Mit zu und Türen. Oh, das ist schön. Wenn da einer auf Klo hockt, der Eifi heißt. Das könnte echt nicht sein. So viel Munition wie hier noch drin liegt, glaube ich, dort eher weniger. Ja, perfekt, ja. Ich habe halt eine Schrotflinte jetzt, ne? Ist halt auf Distanz kacke. Ich würde auch immer bei diesen Helmen schauen, die dort sind, weil das könnten so Brustplatten sein. Also so Body Armor. Ja, ich weiß, hatte ich ja vorhin. Aus Metall. Hat mich aber auch nicht gerade weitergebracht. Ich erkenne im Moment nicht den Unterschied von außen, ob das jetzt so ein. Musst du kurz drüber halten, dann steht das. Ja. Dann steht das da. Ja, genau. Ich habe jetzt eine zum Beispiel aus Holz.
Hier liegt noch eine Piste, nice. Du hast, ich glaube, es gibt eh nur die aus Holz. Nein, ich hatte vorhin einen aus Metall. Echt? Ja. Ich möchte eine Kevlar. Die Häuser will ich hier gar nicht looten. Ich will nur gucken, ob hier noch ein Auto steht hier unten. So, jetzt bin ich G7. Wo ist das denn jetzt schon wieder? G7, G7, G7. Ja, da könnte ich gerade so drinnen liegen. Hier unten stand mein Auto, aber jetzt gerade nicht, ne? Ach, so schlimm ist meine Orientierung doch auch nicht. Oder stand das erst hier? Hier stand das erst, aber steht auch nicht. Schade. Ich war einfach mal ein bisschen querfitter. Ein. Ja. Auto hat überlebt, kein Problem. Ja. Aber hier in der Nähe ist ja, glaube ich, so eine Wohnwagensiedlung. Dort ist meistens nichts los. Ich weiß jetzt nicht, welche Richtung genau das ist. Dort lande ich relativ oft. Hier ist ein Gullideckel. Da unten. Ja, genau. Also dort habe ich jetzt fast immer Glück. Also ich bin noch in der Safe Zone drin und hocke mich jetzt irgendwo ins Gebüsch. Ja, sehr gut. Ah! Was ist los? Nicht mal Damage gekriegt. Aber die Türen sind zu. Du! Perfekt! Was? Wow! Ich bin ausgestiegen. Jeder eine Seite fängt da an, fang du auf der anderen Seite an. Links. Das war jetzt so geil. Machst du links, ne? Die Häuser sind die Wumme. Ja. Ich sehe das Gas schon. Ich hab mich voll erschreckt. Wow. Ich weiß nicht, wie das Auto umgefallen ist. Ich weiß nur, dass es umgefallen ist. Body Armor, sehr schön. Ein Helm hast du, ne? Ja. Ich hoffe, ich bin jetzt noch so halbwegs seiner Safe Zone, aber das sollte eigentlich hinhauen. Oh, AR-15. Ja, hier im Boden auch. Noch fast gar nicht, das ist heftig. Hä? Direkt vor meiner Nase im Boden, bei diesem Campingfeuer da, ist auch eine AR-15, aber die sieht man fast gar nicht, da musst du wirklich genau schauen. Mich würde mal eher, ich frag mich die ganze Zeit schon, wo das nachher enden wird hier. Ach da! Ja, und da war auch Munition drinnen. Und die Mun hast du genommen. Ja. Ja, dann lass mal hier irgendwo in einem Wohnwagen schnell hocken. Dann mache ich mir noch ein paar Bandagen. Ja, klar, ja. Weil wir müssen hier gleich auch wieder weg, fast schon. Also noch sind wir, glaube ich, safe, aber dann müssen wir... Boah, ich bin noch gerade so drin in der Safe Zone. Perfekt. Ja, läuft. Ach, ich habe noch gar keine Bandagen gemacht. Ich wundere mich, warum ich jetzt 22... Scrap of Claws hab. Wichtig ist auf jeden Fall, dass ich ein First Aid Kit hab. Ich hab auch eins. Schauen wir mal, ob wir den dritten Platz schaffen. Einer von uns bestimmt. Ja, kann auch nur einer den dritten schaffen. Einer den zweiten und einer den ersten. Ja, das bleibt abzuwarten, ob das einer von uns schafft. Ja, ich mach vierter. Crafting. Wo bist du jetzt, Eifel? Warte, ich bin noch in einem Wohnwagen. Okay, ich komm rein und schieße. Ach, das war nicht der Wohnwagen. Ja, hast du nochmal Glück gehabt? Ach, da vorne. Ja. Wir müssen jetzt Richtung Westen ein bisschen, ne? Wo seid ihr denn überhaupt? H4. H4, ich bin G7, also auf der anderen Seite. H4 ist aber safe komplett. H4 ist safe. Ja. Wir könnten auch hier bleiben. Lass da vorne in den Wald gehen. Ja, stimmt. Scheiße, jetzt muss ich mich bewegen. Aha! Dort vorne sind so Büsche beim Wald. Wo? Hinter den, noch vor den Tannen oder was das da ist. Hier unten meinst du? Nee, nicht unten, sondern am Hang. Wo bist denn du jetzt hin? Wo bist du? Achso, hier, lauf weiter runter. Hier, schau mal. Da hinten schon. Wie bist du so schnell dahin? Welche Richtung muss Ah, hier nur einfach ums Wasser lang. Okay. Ecker. Wenn ich von dir gekillt werde am Ende, erster, zweiter, dann melde ich dich, ne? Da irgendwo oder so, keine Ahnung. Ja, geh mal noch ein Stück. Oh, schon unter den Top 30. Ja. Ich wäre ja schon zufrieden, wenn ich mal unter den Top 10 kommen würde.
Ach, ich war ja Top 10, ich hab noch so ein... Also Dings, jetzt Mist-Hübe. Wär's, also diese Warte, Partie... Warte, ich öffne mal eben mein... PVW ja, gar nicht einmal so unwahrscheinlich. Was ist denn das? Was? Ich zieh das mal kurz an. PV Wild Beavers T-Shirt. Schau das mal an. Wie es aussieht. Ich hab jetzt schon dreimal dieses Totenkopf-Shirt. Baby, irgendwas steht da. Ich hab gar kein Totenkopf-Shirt. Oh, ich bin gleich am Damm. Damit bin ich dann in der Safe Zone wieder drin, ne? Ah, da vorne. Ich zieh mich mal aus hier im Moment. Ah, jetzt kann ich das nicht ausziehen. Oder? Doch, ausziehen kann ich es nur nicht zerreißen. Bis ist aber, ist aber ja, scheiße hier am Damm. Wenn hier wieder einer hockt, dann bin ich am Arsch. Du bist am Damm? Ja. Oh, gefährlich, ne? Geh lieber noch ein Stück. Ja, sicher gehe ich noch ein Stück. Aber ich musste ja irgendwie in die Richtung kommen. Mhm. Läufst du hier? Ja, weil man sieht dich. Okay, jetzt geht's. Weil du hast so gezittert irgendwie. Okay. Er zittert immer so, das ist normal bei ihm. Ja, ja, ja. Die E-Mail vorhin war übrigens ein YouTube-Netzwerk, was mich gerne haben würde. Was? Was mir immer noch über 300 Euro schuldet. Das YouTube-Netzwerk muss ja ein bisschen doof sein, weißt du? Ja. Freedom ist doof. Ja, weil du hast ja 1000 Follower und hast aber dafür total wenig Klicks auf deinen Videos. Da könnten sie auch genauso gut mich nehmen. Freedom nimmt jeden. Okay. Die Mediakraft nur international und kacke. Oh, Gas kommt. Ja, also wir bleiben da, oder? Ja, ich muss mal gucken, ob ich hier bleiben kann. Aber das sieht gut aus. Eins geht noch, haben wir gesagt, ne? Und da hat René leider nicht bedacht, dass das bis Viertel nach 12 dauern wird. Jetzt muss ich bloß schon auf der anderen Seite rüber. Wo bist du gerade? Ich G6. Ja, da musst du hoch. Ja, Richtung Norden. Jetzt bin ich am anderen Staudamm. Das ärgert dich, dass unser Auto kaputt gegangen ist. Mhm. Oh ne, ist ja eine Brücke. Wo das gar nicht möglich ist. Ja. Oh, Auto! Hoffentlich überfährt das uns nicht. Nee, fährt vorbei. Fährt vorbei. Puh. Ich dachte kurz, ey. Ja. Der muss ja nur durch den Busch fahren. Der muss uns ja nicht mal sehen. Der muss nur durch den Busch fahren, dann killt er auf einmal zwei Leute und weiß gar nicht, was los ist. Das ist mir heute einmal schon passiert. Ich meine, eigentlich eh nicht blöd. Zum Beispiel, wenn die Safe Zone dann schon kleiner ist, einfach durch die Büsche fahren. Na, da oben bei den Hütten, da sitzt doch bestimmt einer. Alex, letzte Worte. Ja. So ungefähr. Wie sieht das jetzt hier unterhalb der Brücke aus? Ich muss noch weiter. Scheiße. Da sind Hütten, da sind die Türen noch komplett zu. Ja, manchmal machen die die auch wieder zu, ne? Naja, aber nicht alle Türen, oder? Ich mache auch teilweise alle Türen zu. Ich mach das auch und dann hocke ich mich ins Bad. Ja, das okay. Ist die Variante. Und platziere im Bad aber noch Munition direkt nach dem Eingang. Dass sich die Leute drauf konzentrieren. Ah, gut zu wissen. Danke, Sani. Was wurde geschrieben? Guck doch nach, Fresh. Ja, ich hab nur einen Monitor. Ach so, das ist natürlich doof für dich. Cool. F5. Das ist cool. Oh, das kam ja, glaube ich, mit diesem großen Patch raus, wo die das gemacht haben, schätze ich mal, oder? Diese neuen Räume.
haben sie ja irrsinnig viel an der Karte verändert. Eben beim Damm. Genau. So. Ich sehe das schon, komm, ich werde hier gleich irgendwo abgeknallt. Aber ich muss erstmal wenigstens noch in eine Safe Zone kommen. Das ist doch. Wo bist du jetzt? G5. Eben die im Busch. G5 bist du? G5? G. Ja. Gustav 5, ne? Ja, dann müsstest du eigentlich. Ja, lauf noch ein bisschen zur Not, aber fast Safe Zone, würde ich sagen. Ja, oh, das Gas hinter mir kommt schon, haha. Oh, stehen geblieben, Gas. Bin ich schon in der Safe Zone drin? Na bitte. Ja, ah, wir bleiben liegen. Oh Gott. Das wird wieder... Das geht sich aus. Ja. Muss ich jetzt hin? Ah, oh, Richtung Berg auch noch, ey. Scheiße. Dann hier noch über die freie Pläne rennen. Scheiße. Wir müssen dann eigentlich direkt hinter dem Berg wo sein, oder? Ich habe jetzt überhaupt keine Ahnung. Warte mal, wir sind keine Ahnung, wo wir Richtung. Genau sind, wir sind. Nein, nein. Ja, wir sind ziemlich Mitte K4. Weil wir sind westlich. H4, ja. Wir sind nämlich westlich. Also bei I4, wo der Kreis endet, also die Saison endet, hast du so komische kleine dunkle Punkte und wir sind dann westlich mittig circa auf H4. Ja, ich würde ja gerne gucken, aber jetzt ist gerade so ein bisschen schlecht. Ja, ja. Guck mal auf die Map, ey. Voll unhöflich von dir. Ich bin aber jetzt am Berg. Ja, muss nur überm Berg am besten oder am Berg vorbei. Mhm. Warum? Weil du sonst nicht wirklich in der Safe Zone bist. Ja. Ja, aber das schaffst du locker. Das geht sich schon aus. Jo! Wir sind halt auf jeden Fall safe. H4 ist komplett safe, der Block. Ihr habt ja auch ein Auto. Ihr hattet ja auch ein Auto. Ja, hatte. Vergangenheit. Weil irgendwer da gegen Stein gefahren ist oder so. Ich weiß nicht, welcher Idiot das war. Kann ja nur einer gewesen sein. Das aber auf einer komplett freien Fläche. Kein Hang, nichts. Auf einmal lag er auf dem Rücken. Ich hab den Stein auch nicht gesehen. Ne? Aber da muss ja einer gewesen sein, oder? Ja. Jetzt bin ich H5. Wo liegst du eigentlich? Auch hinter mir. Ich mein, richtig schlecht, ich da. Auch für mich sieht man genauso schlecht. Oh, da hinten kommt was runter. Ja, du. Adam. Ja. Würde ich mich lieber fernhalten im Moment. Ja, aber der... Aber da ist die Chance sehr hoch, dass du von Bomben... Und 14 sind's nur noch, also. Mhm. Aber total cool, du könntest auf jeden Fall 10. Best... Also unter 10 werden. Ist drin auf jeden Fall, die Frage ist, ob wir es schaffen, ne? Wenn jetzt 4 sterben, das wäre nice. Ich bin jetzt H5. Wenn ich jetzt Richtung Norden renne... Ja, ich bin schon in der Safe Zone drin. Bin tot! Scheiße! Nein. Einmal auf die Karte geguckt, da hockt da einer unten am Baum, ey. Nein! Alex, letzte Worte. Total, ja, ich bin schon in der Safe Zone drin. Könnte ich kotzen, ey. Nein, schon wieder Platz 14. Schon wieder. Das Geile ist, jetzt bist du auf jeden Fall in die Safe Zone gerutscht. Ja, ich war ja schon in der Safe Zone. Ich wollte mich gerade. Ich habe gerade einen Blick auf die Karte geworfen, Karte gerade zugemacht und wollte gerade mich ins Gebüsch setzen. 14, das gibt's nicht. Ich habe doch gesagt, guck niemand. Darfst nicht in die Karte gucken. Wo ist das Auto? Irgendwo über bei uns. Oh. Über uns, wir sehen's nicht. Wir sehen uns dann aber auch nicht.
So ein Mist aber auch. Neues Gas. Oh, Plane. Wir können liegen bleiben, ja. Das gibt's nicht. Eieieiei. Pass auf, im Endeffekt ist es wirklich bei uns. Oder an der Campingsiedlung von vorhin. Ich weiß nicht, ob die noch drin ist. Nö. Weißt du? Nö, ist nicht mehr. Aber diese Schockreaktion von mir, die war eben auch nicht schlecht. Oh, bin drin in der Safe Zone. Oh, bin tot. Naja, Alex, ne? Ja, passiert. Schon wieder kein Mystery Bag, ne? Nö. Würde mich ja mega abfucken, ne? Geht so, ist halt ein Spiel. Also könnte man seine Mystery Bags auch droppen, hätte ich dir eins schon längst abgegeben. Weil ich habe so viel Müll da drinnen gehabt. T-Shirts, die ich jetzt 3-4-fach hab. Und wem sagst du das? Also, da gibt's andere Spiele, die regen mich viel mehr auf. LOL zum Beispiel. Mich würde auf jeden Fall interessieren, Arma 3 Battle Royale. Was? Bei Arma 3. Ja. Kriegssimulationsspiel gibt es ja auch Battle Royale. Das ist dann angeblich dasselbe Battle Royale, genauso programmiert. Mhm. Irgendwie auf derselben Engine basiert. Naja, aber das gibt es ja schon wesentlich länger, weil das hat es ja, glaube ich, ich weiß nicht, ob es bei Arma 2 auch schon war, aber von Arma 3 kenne ich es ja eigentlich. Mhm. Mhm. Gibt es dann auch King of the Hill und alles Mögliche. 11 noch, ey. Ich weiß ja nicht, ob ihr das habt, aber ansonsten könnte man ja auch mal gepflicht eine Runde DayZ spielen, Standalone-Version. Ich hab's auf jeden Fall, hab's aber noch nicht so extrem gespielt. Ich hab's aber schon seit längerer Zeit nicht mehr extrem gespielt. Boah, DayZ, da habe ich die Modifikation 1600 Stunden. Ja, ich rede ja nicht von der Modifikation, ich rede ja von der Standalone. Standalone habe ich jetzt auch schon länger nicht mehr, aber installiert ist es auf jeden Fall immer. Ja, bei mir auch. Wäre sicher nicht schlecht. Sterben, ey. Wie gesagt, das wäre auch noch was. Und welches Spiel? Das ist aber nicht mehr so gern gehört. Wie hieß es nochmal? Moment. Gern gehört kenne ich nur dieses Infestation. Was genau. Infestation Survivor Story. Ja. Das habe ich, glaube ich, auch noch irgendwo umliegen oder so. Oder hatte ich es mir überhaupt gekauft damals? Weiß ich gar nicht. Ich habe es auch noch, ja. Oder Unturned. Unturned ist auch lustig. Unturned ist aber lustig, ja. Ja. Was gibt's denn noch? Da gibt's noch irgend so zwei Spiele. Was habe ich noch? Wie schimpft sich das? Da müsste ich erstmal bei mir in der Liste nachgucken. Ist Seven Days to Die ein so ein Spiel? Ja, ist auch. Aber das geht. Das ist aber mehr auf Crafting komplett ausgelegt, glaube ich, oder? Mhm. Naja, weil viele meinten, glaube ich, dass H1Z1 ist so eine Mischung aus Seven Days to Die und DayZ oder so. Habe ich öfter mal gehört. Seven Days to Die hat auf jeden Fall sich sehr stark verändert. Also ich kenne es noch von der ganz early Alpha. early. Das war wirklich, da war es, geht. Jetzt ist es eigentlich ganz okay. Rust hat sich ja auch verändert, was ich so gesehen habe. Ja, Rust wurde für mich eigentlich relativ uninteressant, wo sie die Zombies rausgenommen. Ich hab's auch öfters mal gespielt, aber wo sie dann halt die Zombies durch Wildtiere ersetzt haben, wurde es für mich ein bisschen uninteressant. Mhm. Ehrlich gesagt. Und allein was du da kannst du nachher C4-Sprengstoff und sowas craften. Also du brauchtest dir gar nicht die Mühe machen, eine große Basis auf dem Server aufzubauen. Entweder haben dich direkt beim Bau der Basis schon mit dem Bogen abgeknallt oder du hast dich ausgeloggt und am nächsten Tag eingeloggt und deine Basis war mit C4 weggesprengt. Wir sollten, glaube ich, ein bisschen mehr südlich gehen. Wo ist denn Süden? Hier in die Richtung. Also ein Spiel, was noch Spaß macht, aber was nicht wirklich... Warte mal, ich stelle mich nur kurz mal hier. Wir sollten ziemlich weit süden. Ja, direkt so Kante des Berges. Müsste dann passen. Also das Spiel, was noch interessant ist, aber nicht Multiplayer-fähig ist, ist State of Decay. Das ist auch lustig. Das habe ich auch. Das macht Spaß. Ich meine, theoretisch hier die Büsche müssten... Ja, ich gehe da vorne einfach in den Schatten irgendwo. Hey, du, wir sind aber 100 Pro in der Safe Zone. So, okay, dort bist du.
Siehst du mich noch? Ja, ja. Da oben irgendwo in die Büsche. Sani, da musst du mal neu laden. Lagt der Stream oder was? Es war bei mir vorhin auch immer kurz und dann... Ja, kann auch gerade sein, weil das ist daran nicht, weil ich im Desktop, auf dem Desktop war. Liegst du? Ja, du liegst noch nicht im Busch, ne? Geh noch am besten in so einen Busch oder so. So? Ja, so ein bisschen zumindest. Man muss sich ja nicht gleich präsentieren, ne? Besonders weil noch 11 leben. Ne? Einer muss noch sterben. Warte, das regeln wir mal schnell. Schau mich mal an. Oder ich stelle mich einfach hier hinter dem Baum, weil da kann auch keiner kommen. Hinterm Baum ist eigentlich auch geil. Ich stelle mich da oben hinterm Baum und einer guckt dann nach rechts und einer nach links. Ja. Ihr seid echt noch am Leben. Gibt's doch gar nicht, ey. Ich guck links nach oben, du guckst rechts, ne? Mhm. So, da stelle ich euch mal die Frage, warum habt ihr mich nicht abgeholt? Weil unser Auto kaputt war. Das ist keine Ausrede. Weil wir nicht wollten, dass du Top 10 kommst. Dachte ich mir doch. Doch, als wir bei Low Pine waren, meinte ich, holen wir Alex. Ja, warum habt ihr das nicht gemacht? René hat gesagt, nee. Nee, das René hat gesagt, holt mich mal ab. Doch. Ich glaube, ich habe das. Da bist du nämlich gerade gegen dieses Tor gefahren da bei Lone Pine. Ich bin überall gegengefahren, war nicht gut. Ja, aber wirklich, da bist du wirklich gerade zu dem Zeitpunkt gegen alles gefahren. Ja, Autofahren gehört halt nicht so zu seinen Stärken. Der fährt ja auch den ganzen Tag nur mit dem Zug durch die Gegend. Ja, ich hab's schon. Siehst du? Was ist der nächste? So, jetzt bin ich gespannt. Releasing Toxic Gas. Ja, wir stehen safe. Hoffe ich. Ja, es kommt ganz knapp bei mir. Bei mir kommt gar nichts. Es wird zu eng jetzt bei mir, oh ja. Da schießt denn wer? Hast du geschossen? Ja, nee. Das war... Wurdest du beschossen? Ich mach mal First Aid Kit. Bei mir kommt jemand. Ja. Ich verstecke mich dann mal hier hinterm Baum. Warum steht bei dir eigentlich H1Z1 Hidden und bei i4 steht H1Z1 Battle Royale EU? Ich habe den Haken bei Show Server rausgenommen hab unten. Ah. Sollte man vielleicht mal machen. Du lebst ja immer noch. Ich bin tot. Jetzt bist du tot. Von Leben. Kill von Leben. Elfter. Fuck. Oh fuck, ich muss nach Norden. Ja, du bist Zehnter, du hast eigentlich schon... Ja, ich bin Zehnter. Bei dir ist schon alles okay. Auf mich wird geschossen, aber der trifft nicht. Ja, ich streame jetzt auch nur noch so lange, bis i4 tot ist und dann mache ich ja auch mal Feierabend. Da hinten sind zwei. Fresh meinst du, oder? Ah, Fresh, ja. Du bist schon raus aus dem Spiel. Ich bin jetzt raus, ja. Na, wie gesagt, das mit Daisy Standalone, das müssen wir mal machen. Das wird bestimmt lustig. Eieiei, 10. Wieder Mystery Back. Wollt's Alex nur nochmal unter die Nase rein? Ach, du, mir stört das nicht. Eieiei. Ne, dann spielen wir mal vielleicht nächstes Wochenende oder so mal eine Runde Daisy. Ja, nächstes Wochenende bin ich wahrscheinlich nicht da. Okay, dann machen i4 und ich das halt alleine. Naja. Das heißt, wenn er Lust dazu hat. Bayer könnte ja noch mitnehmen. Sicher oder? Kein Problem, ja. Ich weiß nicht, ob das Spiel Bayerwald hat. Obwohl er bei uns in Österreich ist, oder ich weiß nicht, ihr habt keinen Feiertag am 1. Mai, oder? Oder doch. Schon? Doch. Ah, cool. Deswegen bin ich ja die Tage in Berlin. Ah, nice. Sonst könnte ich mir das nicht erlauben. So viel Urlaub habe ich dann doch nicht mehr. Lebst du jetzt noch fresh oder bist du tot? Ah ja, du warst ja tot. Ich lebe, bin aber tot. Ja, dann beende ich hier mal den Stream. Dann danke ich fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge vielleicht. Oder Folge. Stream.
Weiß man ja nicht, vielleicht sind da auch Abonnenten dabei von meinem YouTube-Channel und weiß es nicht. Wenn nicht, abonniert Fresh Fries. Halt die Klappe da jetzt, hier keine Werbung, sonst schmeiß ich dich raus. Also ciao. Aber wo willst du mich rausschmeißen?